Ich diskutiere heute mit dem rosaroten Panzer über unser Geldsystem. Sei gegrüßt. Hallo. Wie lautet dein wichtigster Kritikpunkt am aktuellen Fiat-Geldsystem, was wir ja beispielsweise auch in der Eurozone haben? Der größte Kritikpunkt am Fiat-Geldsystem im Allgemeinen ist, dass es eine Druckerpresse gibt und die mit der Politik natürlich verbandelt ist. Die Politik, also die Bundesrepublik, bestimmt per Gesetz, dass der Euro das einzige gesetzmäßig zulässige Zahlungssystem ist und verbietet damit andere Währungen. Und die Zentralbank druckt Geld im übertragenden Sinne. Also im Grunde genommen sind das ja heute keine physischen Pressen von Banknoten mehr, sondern sie drücken Knöpfe und dann erhöht sich die Geldmenge. Das gibt sie ja auch auf ihrer Seite selbst preis, wie viel Geld aktuell gerade im Umlauf ist, und gelegentlich entzieht sie auch wieder dem Wirtschaftskreislauf Geld. Und immer wenn eine zusätzliche Ladung an Geldmenge ins System kommt, dann gibt es Vertreter, die zuerst an die neu geschaffene künstliche Geldmenge kommen. Und dadurch verzerrt sich im Grunde genommen der gesamte Preismechanismus. Das ist ein schwieriges Problem. Man kann sich das ganz einfach eigentlich schon im Kleinen vorstellen. Wenn wir jetzt nur zum Beispiel 10 Leute wären und davon hätte einer plötzlich eine Druckerpresse und könnte die Geldmenge künstlich ernähren, dann ist derjenige, der zuerst an das Geld neu kommt, an den das Geld verteilt wird, derjenige, der noch die alten Preise vorfindet, und mit der Zeit müssen sich Preise zwangsläufig erhöhen. Das geschieht meistens in unserem Wirtschaftskreislauf so ungefähr ein Jahr, nachdem die Geldmenge erhöht wurde. Daraufhin steigen die Preise relativ gleichmäßig, also in unterschiedlichen Bereichen natürlich ultra unterschiedlich schnell, je nachdem, wer zuerst an die neu erzeugte Geldmenge gekommen ist. Und das sorgt für extreme Ungleichheit. Diejenigen, die zuerst an das neue Geld bekommen haben, die können sich im Prinzip schneller bereichern als diejenigen, die als letztes an die neu erzeugte Geldmenge kommen. Und das natürlich sorgt dafür, dass eine kleine Elite in dem Dunstkreis, die mit den Leuten verbandelt sind, die die Geldmenge erhöhen, sehr stark davon profitieren. Und der einfache Arbeiter, der als letztes an die neu erzeugte Geldmenge kommt, der ist der große Verlierer. Und das sind im Endeffekt meistens die Nettosteuerzahler. Da ist jetzt die Frage, gäbe es überhaupt ein Geldsystem, das diese Schwäche nicht hätte? Ich meine, bei einem Goldgeld, dann wären ja die Goldminenbesitzer die als erstes ans Gold kommen könnten. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja der Cartillon-Effekt. Den hat Cartillon ja in Bezug auf Goldgeld beschrieben. Ja, aber das geht nicht so schnell wie eine Druckerpresse, ne? Also ich denke, das klar hat das Cantillon beschrieben. Menge von physischem Gold, die man aus Goldminen rausholt, die lässt sich nicht ansatzweise so schnell erhöhen wie eine digitale Zentralbank, die einfach auf den Knopf drückt und wir haben eine Milliarde mehr im System. Was ja zum Beispiel zu Corona-Zeiten passiert ist. Da ist das sehr, sehr schnell gegangen. So schnell kannst du kein Gold schlürfen. Das stimmt, aber die Frage ist, wie stark ist dieser Effekt? Die Zentralbank hält den Zins, also den Interbankenzinssatz ja konstant und sorgt damit für planbare Investitionsbedingungen für die Unternehmen. Das ist ja der Grund, weswegen die Zentralbank so viel interveniert. Ich nehme, also das wird sie auch, das tut sie nach eigenen Gutdünken. Ich weiß nicht, inwiefern siehst du dazu einen Gegensatz zu einer goldgedeckten Währung, oder was ist da jetzt der Kritikpunkt daran? Also du hast diesen Cartillon-Effekt, den hast du in jedem Geldsystem, den hättest du auch beim Bitcoin. Da haben die Bitcoins zuerst die sie gemeint haben. Also wir sehen ja auch beim Bitcoin, dass die Verteilung sehr, sehr ungleich ist. Also das ist kein Spezifikum unseres Geldsystems. Ja, aber Gold genauso wie Bitcoin ist nicht einfach beliebig erhöhbar von bestimmten Leuten, die die Macht daran haben, sondern die Menge an Gold ist begrenzt durch das, was es physisch gibt. Und die Erfolgsfaktoren von Leuten, die Goldminen betreiben, die das Gold schürfen. Bei Bitcoin ist es dadurch begrenzt, dass, klar, die Miner bekommen zuerst ihre Belohnung, aber es ist ja jetzt absehbar, dass es gibt niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin. Wir nähern uns daran an. Und
Natürlich ist es jetzt auch ungleich verteilt, aber nicht mal ansatzweise so ungleich, wie unser Fiat-Geld verteilt ist. Okay, gut, da müssten wir uns wahrscheinlich die genauen Zahlen ansehen, aber grundsätzlich ist das ja ein Problem jedes Geldsystems. Das ist mein Punkt. Das ist jetzt kein Spezifikum unseres Geldsystems. Das ist nichts, was an unserem Geldsystem besonders schlecht wäre, sondern es ist halt, ja, der die Währung herausgibt, beziehungsweise der zuerst an die Währung herankommt, der hat dann Vorteile gegenüber denjenigen, die später erst an die Währung kommen. Ja, aber wie gerade gesagt, also Bitcoin oder Gold ist ja nicht beliebig erhöhbar. Da sitzt ja niemand an einer zentralen Stelle, drückt einen Knopf und dann gibt es eine Milliarde mehr. Das Nein, aber ist doch ein riesiger, gigantischer Unterschied. die Leute, die zuerst an die Bitcoins kommen, die haben erstmal die Kontrolle über die Bitcoins und die können da, die dann zu hohen Preisen verkaufen und das dann Aber nicht ja in beliebig. anderes Vermögen umwandeln, als die später einsteigen. Ja, aber das ist ja nur eine kleine Menge, die jetzt noch zusätzlich dazukommt. Nichtsdestotrotz, kann das nicht beliebig ausgeweitet werden. Das macht doch einen ganz großen Unterschied. Ich kann nicht sagen, so, setze den Preis für Bitcoin beliebig fest. Ich schreibe mir auf mein Konto 17 Bitcoins dazu. Das kannst du aber mit dem Euro machen. Das Ja, machen Zentralbanker ja permanent. du kannst es machen, aber die Bitcoins, die geschürft wurden, die sind in der Hand von wenigen Leuten aktuell noch. Und wenn diese Leute die Bitcoins jetzt zu hohen Preisen verkaufen und ganz viele dazu strömen, dann haben diese Leute erstmal riesige Gewinne gemacht. Ja, Oder und? beziehungsweise jeder, der jetzt dazu strömt, der macht die Leute reicher, die am Anfang schon investiert waren. Das heißt, dieser Ja. KDO-Effekt, den hast du in jedem Geldsystem, auch wenn die Geldmenge begrenzt ist. Ja, aber danach ist es im Wirtschaftskreislauf und danach hat der Bitcoin einen Preis für jedes andere Gut, wie alles andere auch. Und das ist aber nicht beliebiger Willkür ausgesetzt. Abgesehen davon, dass diejenigen, die zuerst da dran gekommen sind, natürlich einen Vorteil haben. Der ist aber wesentlich weniger gewichtig, als wenn du das einfach mal so nach Belieben machen kannst. Zumal. Weil es gibt ja bestimmte grundlegende Regeln dafür. Bei Gold sind das die Gesetze der Physik, die beschreiben, wie viel Gold es gibt. Und bei Bitcoin sind das die Regeln des Codes, der vorschreibt, wann jemand wie viel Bitcoin erhalten kann durch Mining. Und darüber hinaus sind aber die Regeln komplett festgelegt. Das ist beim Fiat-Geld nicht der Fall. Das Fiat-Geld kann einfach ein bestimmter Zentralbanker erhöhen. Klar, gibt es gewisse Auflagen, die sich selbst auferlegen, aber sie führen halt eine Krise herbei. Sagen, das hier ist so und so ein Problem, jetzt brauchen wir Geld und dann fangen die an, Milliarden an bestimmte Leute auszustellen. Und das ist eine viel, viel stärkere Verfälschung, als dass jemand einen Arbeitsaufwand betrieben hat, um zunächst an eine zusätzliche Geldmenge zu kommen. Nein, aber die Geldmenge ist ja beim Bitcoin begrenzt. Das heißt, wenn jetzt zusätzliche Leute in dieses System reinströmen und der Wert der Bitcoins steigt, dann werden erstmal diejenigen reicher, die als erstes in diesem System investiert waren. Ja, das hatten wir schon. Ja, genau. Das heißt, du hast diesen Effekt genauso bei Bitcoin. Aber das macht doch einen Unterschied. Also danach sind die Regeln aber begrenzt. Du kannst das aber nicht nach Belieben tun. Ja, du hast recht. Also klar, das ist so. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem Fiat-System. Beim Fiat-System geht das viel, viel schneller und viel, viel willkürlicher. Da sind keine Regeln mehr dahinter. Ja, ich würde nicht sagen, dass es willkürlicher geht. Das entscheidet ja der Staat. Ja, das ist ja Und da kommt es völlige jetzt Willkür. Der Staat darauf macht an, heute welche das und Politiker. morgen jenes. Gold ist nach den Gesetzen der Physik begrenzt. Bitcoin nach den Regeln von Code. Der Staat, der macht heute diese und morgen jene Regeln. Der Staat macht, da wird morgen jemand anderes gewählt, da kommen dann erst die Grünen, da kommt die AfD, da kommt die SPD an die Macht und die betreiben eine andere Art der Geldpolitik. Ja, Das ist ja. völlig willkürlich. Ja, das ist ja nicht willkürlich. Also wer gewählt wird, das ist ja eine Mehrheitsentscheidung dann. Ja, ich finde Mehrheitsentscheidungen sehr, also schwierig, wenn du. Ich betreibe ja auch keine Mehrheitsentscheidung, wenn ich in den Supermarkt gehe und was kaufe. Ne? Da bin ich ja auch Regeln unterwiesen, die derjenige, der Eigentümer ist, aufstellt. Und der Staat, ja, dann bei Mehrheitsentscheidungen, wo alle in den gleichen Topf
sind, die wählen, sowohl Leute, die vom Staat profitieren, als auch Leute, die die großen Verlierer sind, weil sie ganz viel einzulegen haben, die dürfen beide darüber entscheiden, was getan wird. Das ist ja schwierig. Wenn wir jetzt zu dritt sind und hier mein imaginärer Kumpel und ich und du, wir entscheiden darüber, ob du dein Portemonnaie aufmachst und für alle bezahlst, dann ist das eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Aber das ist ja nicht fair. Ja, was heißt nicht? Also, okay, da sind wir jetzt auf einer grundsätzlicheren Ebene. Also, was ist jetzt genau deine Kritik an Mehrheitsentscheidungen? Fandst du das Beispiel nicht einleuchtend genug? Also, dass da das Eigentumsrecht verletzt werden kann. Massenvergewaltigung. Wenn 10 Männer eine Frau vergewaltigen, ist das eine Mehrheitsentscheidung. Aber das ist ja nicht gut. Das verletzt ja die Eigentumsrechte der Frau. Ja. Mehrheitsentscheidungen sind unfair. Wie würdest du Entscheidungen im Staat fällen? Ich bin der Meinung, dass ein Staat nicht existieren sollte, weil ein Staat ein Gewaltmonopol ist. Und ich finde Gewaltmonopole schlecht. Es sollte möglichst Konkurrenz darin geben, wo möglichst dezentral entschieden wird über die Entscheidungen, die relevant sind. Also jeder sollte im besten Fall mit den Füßen abstimmen können. Jeder sollte sagen, wenn mir die Entscheidung von jemandem nicht passt, dann sollte ich mein eigenes Ding machen können. Natürlich ohne die Eigentumsrechte von jemand anderem zu verletzen. Ja, aber du brauchst ja einen Staat, der Eigentumsrechte garantiert. Aber der Staat verstößt die ganze Zeit gegen Eigentumsrechte. Der Staat allein schon durch Steuern. Der Staat sagt, du gibst mir jetzt 70% deines Einkommens und du hast keine Möglichkeit, dagegen zu interagieren. Der Staat beraubt mich die ganze Zeit. Also jemanden, der stärker gegen Eigentumsrechte verstößt, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, der Staat garantiert die Eigentumsrechte. Ohne den Staat gibt es überhaupt kein Eigentumsrecht. Aber das behauptest du jetzt einfach, warum? Ja, also das behaupte ich. Wer soll es denn garantieren? Du hast gerade gesagt, der Staat hat ein Gewaltmonopol. Und dieses Gewaltmonopol, das schließt halt andere von Gewaltanwendung aus. Dadurch ist das Eigentumsrecht überhaupt erst garantiert. Aber der Staat schickt mir einfach Briefe mit Rechnungen. Ja, und? Das ist doch nicht fair. Ich kann das nicht machen. Ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, du schuldest mir jetzt 70% deines Einkommens. Und diese Regel kann ich auch noch willkürlich ändern. Das ist ja wie der Rowdy auf dem Schulhof, der dir dein Pausenbrot klaut. Das sind doch keine gewährten Eigentumsrechte, nur weil es ihn gibt. Der Staat ist keine göttliche Instanz. Der Staat ist ein Haufen Personen, die Regeln festlegen und die behaupten, wir sind legitim, weil wir ein Mehrheitswahlrecht haben. Das ist überhaupt keine Grundlage für Eigentumsrechte. Eigentumsrechte sind erstmal da und die Durchsetzung ist natürlich relevant. Ich möchte natürlich davor geschützt werden, dass mein Nachbar hinkommen kann und mich ausraubt. Ne? Die erste Möglichkeit ist, dass ich das selber tue, indem ich da bin oder indem ich mich verteidige, indem ich Waffen habe oder was auch immer. Und irgendwann wird das natürlich komplex. Also source ich dieses Problem aus und gehe hin und sage so, ja, ich bin jetzt nicht immer bei mir zu Hause vor Ort, ich möchte gerne gesittete Verhältnisse, ich möchte gerne, dass nicht die Leute sich auf der Straße gegenseitig überfallen, also braucht es irgendeine Form von Sicherheit. Und dann sage ich, damit ich nicht mehr meine Eigentumsrechte selber verteidigen muss, möchte ich gerne jemanden für mich bezahlen, der das für mich tut. Und das bilden sich dann Gruppen und Organisationen und Unternehmen und die werden dafür bezahlt, genau das zu gewährleisten. Das ist ja das, was wir jetzt auch haben. Das ist die Polizei im weitesten Sinne. Ne? Nur, dass die Polizei sagt, unsere Dienstleistung ist so wichtig für jeden Mann, dass wir das verstaatlichen. Damit ist es öffentlich und das bedeutet, jeder hat einen Zwangsbeitrag dafür zu bezahlen. Und das halte ich für wieder eine schlecht geeignete Form, weil dadurch alle Leute denselben Regeln unterworfen sind, obwohl Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich meine, ich werde ja auch nicht dazu gezwungen, bestimmte Produkte im Supermarkt nachzufragen, sondern ich kann mir die frei aussuchen. Und bei Sicherheit ist es nicht anders. Der Rentner hat vielleicht das Bedürfnis, dass es um ihn herum nachts die Ruhe gewahrt ist und der junge Student, den stört das überhaupt nicht und der hätte gern stattdessen, dass er nicht für Cannabis-Delikte kriminalisiert wird. Aber die Polizei hat ein einziges Regelwerk für 80 Millionen Menschen, finde ich, an Absurdität nicht zu übertreffen. Warum können wir uns denn nicht darauf einigen, dass für manche Menschen diese Regeln und für andere Menschen diese Regeln halten, wenn die sich doch einig sind?
Ich glaube, es ist besser, nochmal zur Eigentumsfrage zurückzukommen. Denn ich hatte ja gesagt, dass der Staat die Eigentumsrechte garantiert. Und du meinst jetzt, dass das private Aber was Söldner ist die Firmen machen Grundlage sollen? dafür, dass du das sagst? Weil das im Ja, der Gesetz Staat hat ein steht? Gewaltmonopol. Das Gewaltmonopol ist die Grundlage von allem, worüber wir gerade reden. Ja, das sind Worte in einem Buch, in dem sie sagen, ja, wir haben jetzt das Gewaltmonopol, aber das ist ja dadurch faktisch noch nicht durchgesetzt, ne? Nee, das wird faktisch dadurch durchgesetzt, dass wir halt einen riesigen Sicherheitsapparat haben. Ja, und meine Vorstellung ist jetzt davon, dass wir das aufteilen und dass jeder, der gerne von der staatlichen Polizei beschützt werden möchte, mit denen einen freiwilligen Vertrag eingehen kann und sagen kann, ja, okay, ihr beschützt uns, weil wir waren mit eurer Leistung immer zufrieden und andere sagen, nö, ich brauche euch nicht. Ich und versichere mich jetzt bei Sicherheitsunternehmen XY. Der Staat sollte also sein Gewaltmonopol abgeben. Wer Ja, garantiert dann, dass keine natürlich. neuen Gewaltmonopole entstehen? Ab wie viel Gewaltmonopolen würdest du sagen, ist das kein Monopol mehr? Nein, wenn der Staat jetzt in einem gewissen Gebiet sagt, ich übe da kein Gewaltmonopol mehr aus und das an Sicherheitsfirmen delegiert, wer hindert die Sicherheitsfirma dann, die Menschen, die in diesem Gebiet leben, zu ihren Untertanen zu machen und quasi einen neuen Staat zu gründen? Aber also ich meine, das macht er ja dauernd. Das macht er ja auf vielen verschiedenen Ebenen. Wenn du ein Oktoberfest hast, hast du dann eine Security-Firma. Ja. Nee, aber du meintest jetzt, der Staat soll wirklich das Gewaltmonopol komplett aufgeben. Wenn Menschen sagen, ich will nicht vom Staat beschützt werden, dass sie dann gar nicht mehr vom Staat beschützt werden. Also nicht mehr unter staatliches Justizsystem Der fallen. Staat ist für mich halt keine göttliche Instanz, die nur weil da Staat davor steht, ist das deswegen weder durchgesetzt noch ist es deswegen gut. Ja, was heißt gut? Der Staat hat erstmal das Gewaltmonopol und setzt das Ja, auch durch. aber das ist ein Zirkelschluss. Du sagst das und dann ist das so und dadurch ist das unabänderbar. Das ist kein Zirkelschluss, das ist die Realität. Die sehen wir ja gerade. So sind alle Staaten auf dieser Welt Aber organisiert. es kann ja anders sein. Ja, und die Staaten, wo das Gewaltmonopol nicht sonderlich gut durchgesetzt wird, in denen ist, naja, kapitalistisches Wirtschaften nicht so gut möglich. Okay, dann lass mich anders vorgehen. Titus Gebel zum Beispiel ist ein Libertärer, der sieht das auf eine ähnliche Art und Weise wie du, der sagt, Gewaltmonopol ist etwas, was wir brauchen. Ich bin zwar nicht derselben Meinung, aber gehen wir jetzt zum Wohle des Arguments einfach mal davon aus. Der macht dann die Free Private City. In Prospera ist das bekannteste Beispiel, das ist auf einer Insel von vor Honduras und dort hat er ist kein Staat, sondern er ist eine freie Privatstadt. Jeder, der dorthin ziehen möchte, der unterschreibt einen Vertrag mit ihm und er verpflichtet sich vor internationalen Gerichten, dem Common Law, dass er seinen Teil des Vertrags einhält und dass er diesen Vertrag auch nicht einseitig ändern darf. Falls er das doch tut, dann kann man vor den Gerichten gegen ihn klagen. Und er ist auch kein Gewaltmonopolist, sondern er unterhält quasi eine Security-Firma, die dort vor Ort für Sicherheit sorgt. Und Leute können sagen, das kostet mich jetzt 50 € oder sowas im Jahr. Und ich möchte aber gar nicht von der versichert sein, ich brauche den nicht. Ich nehme meine Sicherheit selbst in die Hand oder ich schließe mich mit ein paar Leuten zusammen und sorge hier selber für Sicherheit. Ist das dann ein Problem? Also sind dann Eigentumsrechte nicht gewahrt, wenn das jetzt funktioniert? Ja, in deinem, also in dieser Privatstadt, da hat ja diese Security-Firma, wie du gerade gesagt hast, das Gewaltmonopol dann. Mit aber entscheidenden Unterschieden, ne? Also der Betreiber der Stadt, der darf die Regeln nicht willkürlich ändern, was der Staat andauernd macht. Ja, was heißt, er darf sie nicht willkürlich ändern? Internationale Gerichte, ja, garantieren, dass er sie nicht ändert. Und das, ja, und diese Ja. internationalen Gerichte basieren halt darauf, dass Titus Gebel sie anerkennt. Also ob diese Gerichte anerkannt werden, das ist ja Verhandlungssache. Also es braucht ja eine Gewaltinstanz, die diese Gerichte anerkennt, sonst sind sie ja machtlos. Ja, also du brauchst jemanden, der im Fall, in dem ein Konflikt entsteht, den Konflikt einmal entscheidet und zum anderen durchsetzt. Klar, das ist die Funktionsweise eines Gerichts. Anerkannt heißt im Grunde genommen nur, dass es eine Instanz hat,
die das Vertrauen anderer Menschen erwirkt, so dass man sich sagt, ja, ich gehe davon aus, dass die fair urteilen. Ne? Also Ja. sowas kann ja auch wieder neu entstehen. Also es gibt ja andauernd Firmen, die sagten, wir haben schon eine gewisse Erfahrung in genau solchen Bereichen. Kunden haben sich an uns gewendet und wollten von uns einen Urteilsspruch, wollten von uns eine Rechtsdurchsetzung. Wir konnten das leisten. Das sind die Unternehmen, die sich an so einem Markt etablieren. Und manche haben da eine sehr lange Historie und andere kommen neu rein und wachsen vielleicht aus dem ganz Kleinen und haben dann ein erfolgreiches Konzept und dann können die das doch genauso machen. Also weiß nicht, wo da jetzt das Problem ist. Also was heißt anerkannt? Anerkannt bedeutet für mich, dass ich denen vertraue und dass ich denke, die können genau das machen, wofür ich sie beauftrage. Da kann man ja Aber doch du durchaus schon entscheidest das ja viele nicht. Das entscheiden ja Staaten, die diese Gerichte anerkennen. Ja, aber das ist doch nicht zwangsläufig gegeben. Also ich kann doch genauso, wenn wir beide jetzt einen Rechtsdisput miteinander haben, wir haben irgendwelche Geschäfte miteinander getätigt und jetzt bin ich der Meinung, du hast was verkehrt gemacht und du sagst, nee, nee, ich habe alles richtig gemacht und wir einigen uns darauf, dass jemand Drittes das für uns aufklärt. Da brauchst du doch keinen Staat für. Also, ja, in so einem kleinen Rahmen brauchst du da keinen Staat für, aber wenn du halt Okay, große Kollektive von. wann brauche ich ihn? Ab welcher Größe brauche ich ihn? Wenn es zwei Was? Unternehmen sind, wenn der Geldwert eine Million, der Streitwert eine Million beträgt, wann brauche ich einen Staat? Sobald Konflikte nicht mehr friedlich zwischen einzelnen Menschen geregelt werden können, da hast du kleine Gruppen wie Familien, wie ja, dein Bekanntenkreis vielleicht noch, wo du Konflikte friedlich regeln kannst und alles, was darüber Ja. hinausgeht, da brauchst du letztlich staatliche Instanzen, um das zu regeln. Aber wir haben jetzt jede Menge Konflikte zwischen zum Beispiel unterschiedlichen Clan-Mitgliedern in Deutschland, die Konflikte miteinander haben, die sich um den Staat einen Scheiß kehren und die einfach ihre eigenen Rechtsbeilegungsinstitutionen befolgen. Und ob das gut funktioniert, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich eher nicht, aber Ja, die existieren. das ist ja in vielen arabischen Staaten ein großes Problem, dass der Staat da eben nicht so, ja, sein Gewaltmonopol nicht so gut durchsetzen kann, wie das halt in westlichen Staaten der Fall ist. Das ist ja ein Grund dafür, dass die arabische Welt vom Entwicklungsstand sehr stark hinter der westlichen Welt zurück, ja, zurücksteht. Dass du da viel schwächere staatliche Strukturen hast. Ich sehe das ziemlich anders, als dass ich sagen würde, nur weil jemand mit der größten Keule da ist, ist derjenige, deswegen vertraue ich dem noch nicht, deswegen glaube ich noch nicht, dass er seine Arbeit gut macht. Im Gegenteil, je mehr Macht eine Instanz hat, desto mehr verleitet das zu Missbrauch. Und das ist ja das, was wir permanent sehen. Deswegen läuft das so viel schief, weil eine Instanz der Meinung ist, sie kann sich über alle aufspielen. Und je mehr diese Instanz in Schacht gehalten wird, desto besser funktioniert eigentlich immer alles. Diese Instanz ist ja nicht der Meinung, sie könne sich über alle aufstellen, sondern sie hat das Gewaltmonopol. Das hatten wir ja schon. Sie kann einfach ihre, ja, ihre Gesetze mit Gewalt durchsetzen. Ja, das macht sie auch. Das ist ja auch das Problem. Das ist der Kern jedes staatlichen Handelns und das ist halt notwendig, um beispielsweise die Eigentumsrechte zu garantieren, um kapitalistisches Wirtschaften überhaupt zu ermöglichen. Aber der Staat, wie gesagt, verletzt meine Eigentumsrechte as fuck. Ich vertraue einer Mafia-Familie mehr als dem Staat, weil die mich wahrscheinlich nicht um 70% meines Einkommens betrügen. 70%, woher nimmst du erstmal die Zahl? Wir haben das ausgerechnet. Wir haben eine Webseite, die heißt steuernsindraub.com. Und auf der hat ein Steuerberater, der mit uns befreundet ist, verschiedene Excel-Tabellen ausgerechnet. Und wenn wir so im Durchschnitt eine Familie, Steuerklasse 3 mit einem Kind beobachten, dann kommen wir mit Steuern und Sozialabgaben insgesamt auf ca. 70%. Kann man da Okay. relativ gut nachrechnen. Es ist aber natürlich eine Frage, wie viel man immer so mit einbezieht und wie viel man rauslässt. Wenn man jetzt zum Beispiel Steuern und Sozialabgaben voneinander trennt und nur die Steuern betrachtet, dann sind es weniger. Wenn man die Sozialabgaben mit reinrechnet, sind es mehr und
Es ist natürlich auch nie immer alles drin, weil du hast ja auch permanent in allem, was du kaufst, musst du ja Mehrwertsteuer bezahlen und so weiter und so fort. Da ich die Tabellen gerade nicht vorliegen habe, Nee, um beziehungsweise in Gottes der Willen, kurzen ist Zeit alles. jetzt nicht bewerten kann, was da dran ist, wäre das vielleicht was für ein eigenes Video oder eine andere Debatte? Können wir dann, glaube ich, mal Es drauf ist ja auch nur eingehen. eine in den Raum geworfene Denn Zahl, wie gesagt. Es eigentlich, kommt sowieso also drauf an, wie man es berechnet. die Steuerbelastung liegt so ungefähr zwischen 30, also Steuern plus Sozialabgaben, liegt bei ungefähr 30 bis 50%, je nachdem, welches Einkommen du hast. Also Ich glaube, niedriger das als würden nicht 30. mal die offiziellen Quellen sagen. Ich glaube Doch, nicht. doch, es Ah, gibt eine okay. interessante Statistik vom DIW, die das relativ gut belegt. Das DIW ist international komplett unbedeutend. Das DIW dient ausschließlich für die Politik, um Es zu geht ja. sagen, alles ist gut, alles ist Nein, nein, wunderbar, nein. macht so weiter, druckt Geld. Das ist das Nein, es geht DIW. nur darum, wie hoch die Steuersätze sind. Das kannst du ja relativ schwer manipulieren. Das kannst du relativ schwer runterrechnen. Da ist auch die Mehrwertsteuer bei, da ist die Einkommensteuer bei, da sind alle, ja, anderen Steuern, die es noch gibt, dabei. Da sind, wie gesagt, auch die Sozialabgaben dabei. Und vor allem die Reichen, die werden von den Sozialabgaben relativ wenig belastet, da es eben die Beitragsbemessungsgrenze gibt. Da sieht man einen deutlichen Abfall der Belastung bei sehr hohen Einkommen. Aber führt jetzt zu Ja, weit, du hast meine also Statistik nicht vorliegen und ich habe deine nicht vorliegen, deswegen kommen wir da an es der ändert Stelle, ja glaube ich, auch, nicht es weiter. ändert ja auch nichts. Wenn wir bei 1% steuern werden, dann ändert das nichts daran, dass da im Endeffekt ein Gewaltmonopolist mit einer Knarre hinter mir steht, der mir an den Kopf hält und er sagt, so, du gibst mir etwas von deinem Eigentum ab. Das tust du, weil ich das sage. Das ist eine willkürliche Gewaltherrschaft, die ich als absolut untragbar und nicht als legitim bezeichne. Ja, aber so Und du findest die organisieren aus wir. irgendeinem Grund gut. Das nenne ich halt Stockholm-Syndrom. Nein, so organisieren wir Menschen schon seit Jahrhunderten unser Zusammenleben. Das. Nö. Doch, Doch. eigentlich nicht. Doch. Nö. Seitdem es moderne Nationalstaaten gibt, spätestens. Also seitdem das Ja, das staatliche ist noch gar nicht so Gewaltmonopol ewig der durchgesetzt wurde. Fall. Moderne Nationalstaaten sind eigentlich so erst aufgekommen seit der Französischen Ja, Revolution. 18. Davor Jahrhundert hatten wir ungefähr. Königreiche und Ja, ja, Fürstentümer. ja. Das hat über 18. Jahrhundert, sag ich Jahrhunderte ja. hinweg funktioniert. Ja. Sag ich ja. Seit dem 18. Jahrhundert Und ungefähr. die hatten auch ein ganz anderes Rechtssystem, eine ganz andere Vorstellung Ja, von ja, ja. Recht und von Eigentumsrechten. Sicherlich haben auch Könige und so weiter den Leuten Steuern abgepresst, aber im großen Teil des Mittelalters, worüber übrigens blutige Kriege geführt wurden, ne, haben sich im frühen Mittelalter gerade germanische Stämme bis aufs Blut gewehrt und sind teilweise dafür sind Völkermorde entstanden, weil Leute keine Steuern zahlen wollten, weil sie wussten, die kommen jeden Monat, um Tribut von uns zu verlangen. Inzwischen haben die Leute da ziemlich aufgegeben, weil sie diese blutigen Konflikte eben nicht mehr führen können. Aber durch die Dezentralisierung von verschiedenen Fürstentümern und Königreichen, die so klein waren, konnten die Fürsten sich halt nicht erlauben, die Steuern beliebig hochzuschrauben, weil es eine sehr geringe Austrittshürde gab. Ich brauchte ja mal gerade eine halbe Stunde weiterzugehen und da bin ich im nächsten Fürstentum und der weiß meine Arbeit ebenfalls zu schätzen. Also wurden die Leute wesentlich weniger belastet. Aber damals war auch die grundsätzliche Lebenssituation natürlich deutlich geringer. Die Leute haben wesentlich weniger verdient. 99% der Menschen haben am Existenzminimum gelebt. Das ist ja heute alles kein Vergleich mehr. Ja, mit deinen historischen Ausführungen hast du gerade komplett recht. In der damaligen Situation, wo wir eben kein zentrales staatliches Gewaltmonopol hatten, sondern halt ganz viele Fürstentümer. War der Also, Hauptgewinner. ja, in dieser Situation war halt kapitalistisches Wirtschaften nicht möglich. Du musstest an jeder Staatsgrenze Zoll bezahlen, du musstest dauernd die Währung wechseln, du musstest Angst haben, dass dich der lokale Fürst eventuell ausraubt. Ich meine, er hatte ja in seinem kleinen Gebiet de facto ein Gewaltmonopol. Okay, Kommt jetzt. erster Punkt, ja, die Zölle, ja, bin ich auch stark gegen. Deswegen, wie gesagt, hast du recht, ist kein kapitalistisches System gewesen. Und Zölle sind auch was ich stark ablehne. Allerdings muss man natürlich immer dazu sagen, die Leute hatten damals wesentlich geringere Informationsmöglichkeiten. Es gab ja noch nicht mal Telegrafenmasten und so weiter und so fort. Selbst Post war langsamer. Also das alles immer so leicht zu durchblicken war schwieriger. Und heutzutage hättest du bei unserem extrem verzahnten Wirtschaftssystem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wegzölle für alles Mögliche auferlegt werden, wesentlich geringer, weil die Menschen eigentlich mehr davon haben, wenn sich viele Industrien bei ihnen ansammeln und die durch Zölle wegzuhalten, ist
ist heute nicht mehr so lukrativ, wie es mal war. Wir haben ja auch Tausende, also die Produktvielfalt hat sich ja exponentiell vermehrt. Wir sprechen ja jetzt nicht mehr nur von einfachen Produkten, von der Landwirtschaft, ein bisschen Seide und irgendwelche Rohstoffe, sondern wir haben ja irgendwelche, keine Ahnung, die tausendfache Produktionsweisen. Also wie gesagt, da war ich komplett mit dir einverstanden. Dann hast du einen dritten Punkt gebracht. Kannst du mich da nochmal kurz zurückbringen? Kapitalistisches Wirtschaften war unter diesen Bedingungen nicht möglich. Und ja, der Kapitalismus bzw. die Industrialisierung ist ja zuerst in den Ländern gestartet, wo du starke Zentralstaaten hattest, wie eben Großbritannien. Dort hattest du einen starken Zentralstaat, der nicht nur die Eigentumsrechte garantiert hat, sondern der auch schon ein rudimentäres Sozialsystem hatte, der auch schon eine Notenbank hatte, die Zinssätze gesetzt hat. Also du hattest schon in Großbritannien sehr, sehr früh stark entwickelte staatliche Strukturen, die überhaupt ja, die Industrialisierung ermöglicht haben. Wir müssten jetzt tief in historische Details kommen, um das aufzuarbeiten. Ja, ich würde eigentlich fast alles verneinen. Die Industrialisierung, es gab ein paar bestimmte Aspekte, die das sehr positiv begünstigt haben. Gerade in Großbritannien, in Manchester, aber der Manchester-Liberalismus ist im Grunde genommen eigentlich genau dafür berühmt, dass der Staat sich aus fast allem rausgehalten hat. Und eigentlich war das Gewaltmonopol des Staates höchstens so der Mantel, der noch außen drum rum war. Darüber hinaus war gerade Schulbildung spielte im staatlichen Rahmen eigentlich keine große Rolle. Im Gegenteil, die Alphabetisierungsrate lag schon bei über 90%, bevor der Staat überhaupt auf die Idee gekommen ist, die Schulbildung zu privatisieren, was viel von Preußen ausging und was eigentlich immer die Idee war, die Bürger zu Soldaten fürs System zu machen und sie gleich mit Bildung zu indoktrinieren, um ihnen zu sagen, der Staat ist der große Gott. Hat ja gefruchtet bei dir, ne? Und Ja, was heißt, hat gefruchtet bei mir? Unsere Zusammenleben ist in ne? Staaten organisiert. Ja, das ist das, was der staatliche Schulbildung dir beibringt. Nein, das ist so. Weil ich geb ja gerade die ganze Zeit alternative Möglichkeiten an. Ja, Und aber die würden nicht für dich ist der funktionieren. Staat einfach Gott. So, Nein, ist er nicht. Der Staat hat ein Gewaltmonopol, okay, setzt das würdest du mich durch. probieren lassen? Würdest du mir erlauben, mir auf diesem staatlichen Gebiet mein eigenes Gebiet zu sagen und sagen, wir schließen sämtlichen Staat aus und hier leben alle Leute nur unter Freiwilligkeit zusammen? Weil meistens habe ich ja von Staatstreuen das Problem, dass die genau sagen so, nee, tut mir leid, wir wenden Gewalt gegen dich an. Ja, Und selbstverständlich. Also wenn du da einen kleinen Flecken in Deutschland ausweisen würdest, wo, keine Ahnung, jeder Diebe, Mörder, Steuerflüchtlinge hinkommen könnten, die deinem komischen libertären Projekt da sich anschließen, dann wäre das, ja, dann wäre jede staatliche Autorität dahin. Das würde kein Staat der Welt tolerieren. Außer Nee, vielleicht irgendwelche, man selber auch nicht. ja, komplett armen, von den USA abhängigen Staaten in Lateinamerika, wo du dann solche komischen Privatstadtprojekte starten kannst. Aber kein souveräner Nationalstaat, der würde sowas tolerieren, was du da gerade vorschlägst. Also zwei Punkte. Erstens, Honduras mag ein Failstate sein und wirklich Probleme haben, aber zum Beispiel Shanghai in China hat einen riesengroßen Hafen, in dem es eine riesengroße Sonderwirtschaft. Hongkong ist eine Sonderwirtschaftszone. Ja, Singapur ist im Sonderwirtschaftszone. Grunde, ja. Und Honduras, also Prospera zum Beispiel, ist eine Sonderwirtschaftszone plus. Das geht einfach nur noch ein Stück darüber hinaus. Souveräne Nationalstaaten haben das eigentlich durch die Bank weg überall immer wieder gemacht, da wo besonders viel Handel stattfindet, einfach den Staat fast komplett rauszuhalten. Das ist ziemlich gängig und da auch so gut wie keine Steuern zu nehmen, weil das Geld von alleine reinfließt. Es ist kein Projekt von einem nicht funktionierenden Staat, dass man eine Nee, Sonderwirtschaftszone. nicht Sonderwirtschaftszone, das ist was anderes. Da hast du ja immer noch ein staatliches Gewaltmonopol. Ja,
Gut, dann aber also worauf ich eigentlich mehr eingehen wollte, war der Punkt, natürlich will ich keinen Rückzugsort für Diebe und Mörder und alle möglichen Leute, die gegen staatliches Recht verstoßen haben, ne? Ich will nur Leute haben, die, also dann würde ich sofort weil das ist ja für mich selbst auch hinderlich. Ich will ja keine Mörder nicht mit Mördern und Dieben und so und Betrügern um mich rumleben. Die blühen sowieso meistens in staatlichen Systemen ja viel besser auf. Wo sie in einer Gesellschaft leben sollen, wo alles untereinander auf Freiwilligkeit und auf starken Eigentumsrechten basiert, da haben Diebe und Räuber und Mörder ja eigentlich wenig Interesse dran. Da würde ich sofort einen Auslieferungsvertrag natürlich mit einem anderen Rechtssystem machen und zu sagen, wir haben bei euch eine Straftat begangen, dann dürfen die natürlich auch unter euch bestraft werden. Das hätte ja auch im Mittelalter jeder Fürst so gemacht. Das ist ja unsinnig zu sagen, ich ziehe hier Verbrecher an. Es sei denn, sie haben natürlich gegen irgendwelche staatlichen Rechte verstoßen, wie Steuern hinterzogen oder sie haben, weiß ich nicht, Kokain geschnupft und der Staat bedroht sie jetzt mit der Todesstrafe, wobei du sagst, ja, er hat ja niemals gegen irgendwelche Eigentumsrechte verstoßen, die in irgendeiner Art und Weise unmoralisch wären. Der Staat setzt die Eigentumsrechte. Das habe ich gesagt. Ja, du wiederholst dich nur. Du Ja, machst ich das wiederhole mich, Argument, du machst. weil es eine Tatsache ist. Hinter diesen Nee. Eigentumsrechten steht ein Gewaltmonopol. Ja, aber Ohne ich mache die Gewaltmonopol ganze hast du Zeit niemanden, der die Alternativvorschläge. garantiert. Ja, aber Das ist keine die funktionieren doch Garantie. Es ist nicht. ein Verstoß. Es ist ein Verstoß dagegen. Wir haben doch den Punkt jetzt schon zum dritten Mal ausgerollt. Der Staat beraubt dich. Da warst du sogar einverstanden. Ob die Steuerquote jetzt Ja, aber 1% oder nee, 70% da. ist. Es ist ein Gewalttäter, der mit einer Knarre hinter mir steht und er sagt, gib mir dein Geld. Ja, Und exakt, ich das möchte stimmt, aber das das ist kein nicht. Raub. Das ist kein Raub. Das ist einfach Doch, staatliches natürlich. Handeln. Der Staat setzt die Gesetze, die überhaupt sagen, was Warum Raub darf der ist. Staat das und ich nicht? Ja, weil der Staat halt ein Gewaltmonopol hinter sich hat. Weil der Das Staat ist ein einen Sicherheitsapparat hat, Zirkelschluss. der das durchsetzt. Das ist Hä? ein Das ist Zirkelschluss. kein Zirkelschluss. Ich darf nicht dich mit meiner Knarre ausrauben und sagen, gib mir mein Geld, weil ich nicht der Staat bin, weil ich kein Gewaltmonopolist bin. Ich meine, auf Ja. diesem kurzen zeitlich und räumlich begrenzten Ort bin ich der Gewaltmonopolist. Ich habe im Moment das Durchsetzungsvermögen. Ich habe faktisch die Macht, dich Ja, um dein deswegen Geld würde zu ich dir auch, bringen. würde ich dir das Geld natürlich auch geben, da ich halt nicht sterben möchte, aber danach Polizei Ja. anrufen und hoffen, dass die dich fangen. Ja. Genau, klar. So, und in dem Sinne ist was hat das einige, warum ist, wenn der Staat das macht, warum ist das dann legitim? Und wenn ich das mache, ist das nicht legitim? Du willst jetzt eine moralische Begründung. Darauf wolltest du eigentlich schon die Es ganze geht Zeit mir immer hinaus. nur um Moral. Ach Natürlich, ich finde den so, oh Staat eine Gott. unmoralische Instanz. Ich finde, Selbstverständlich. moralische Diskussionen helfen uns nicht weiter. Also, man kann gerne alles hinterfragen Okay, und. wir können auch nur eine pragmatische Diskussion führen. Ich kann halt sagen, dass alles, was der Staat macht, scheiße läuft. Ja, nenn mal ein Beispiel. Wir waren ja vorhin beim Geldsystem. Naja, Eigentumsrechte zum Beispiel hätte ich überall besser gegeben, wo es einen schwächeren Staat gibt. Da dürfte ich mehr von meinem Eigentum behalten. Je weniger der Staat in Eigentumsrechte eingreift, desto besser geht es allen Leuten. Und der Staat neigt dazu, dass er mir mehr von meinem Eigentum wegnimmt. Und diese Regel noch immer wieder überwirft, weil er kann sich ja ganz einfach auch auf Mehrheitsverhältnisse stützen. Er kann ja sagen, so, wir bezahlen ganz bestimmten Interessensgruppen irgendwie Kohle dafür und dafür erhöhen wir einfach den Nettosteuerzahlern weiter die Steuern. Und das haben wir ja auch gemacht. Deswegen sind die ja immer weiter gestiegen. Das macht ja die ganze Situation von den Leuten, die in Deutschland leben, immer schwieriger. Die Steuern für die Reichen wurden stark gesenkt in den letzten 30 Jahren. Die Steuern von, ja, die Reichen finde ich auch immer schwierig. Aber es ist ja in Deutschland, also erstmal, reiche Leute sind fast immer Unternehmer. Unternehmer sind nicht einfach zusammenzukehren. Die haben ja nicht physisch Geld. Das sind ja keine Dagobert Ducks in ihren Geldspeichern, die da physisches Gold gerade haben, sondern das Kapital, was diese Leute haben, ist ja meistens gebunden in Immobilien und in Unternehmen und in irgendwelchen Krediten, die sie am Laufen haben. Das ist alles Kapital. Und indem du die mehr besteuerst,
Sorgst du dafür, dass ihr Unternehmen unlukrativ sind und sie wandern ins Ausland, wo sie weniger besteuert werden? Das ist ja, also eine Unternehmensflucht aus Deutschland gibt es ja ganz stark. Ja, aber die Weil, Steuern wurden doch gesenkt. Wieso gibt es da eine Flucht, wenn die Steuern gesenkt werden? Der weil sie woanders Unternehmenssteuersatz hat sich von niedriger den. sind. Ja, Der ich glaube nicht, Unternehmen. dass das stimmt, aber gehen wir davon aus, dass es stimmt, dann ist es trotzdem woanders immer attraktiver. Wir haben gefesselte Arbeitsmärkte, wir haben überbordende Gewerkschaften, die Arbeitnehmer haben übertrieben viele Ansprüche an die Arbeitgeber und die Unternehmer sagen sich, nur hier ist es nicht lukrativ zu arbeiten, ich gehe woanders hin. Die Löhne sind doch in Deutschland seit den 80er Jahren viel schwächer gestiegen als die Produktivität. Das heißt, die Unternehmer haben ja sich einen größeren Anteil am Bruttoinlandsprodukt gesichert als die Arbeiter. Nochmal den Satz. Die Unternehmer haben sich. Seit den 80er Jahren sind die Lohnsteigerungen deutlich hinter dem Wirtschaftswachstum zurückgeblieben. Das heißt, die Unternehmer haben sich einen deutlich höheren Anteil am BIP gesichert als die Arbeiter. Die Unternehmensgewinne sind stark gestiegen. Willst du wegdiskutieren, dass Unternehmer Deutschland verlassen, weil es nicht lukrativ für sie ist, in Deutschland ein Unternehmen zu betreiben? Also wir sehen, gerade aktuell sehen wir tatsächlich eine starke Abwanderung von Unternehmen. Das ist aber ein relativ neues Phänomen durch die explodierenden Energiepreise. Davor haben wir gesehen, dass die Och. deutsche Exportindustrie durch das Lohndumping, was Deutschland betrieben hat, riesige Leistungsbilanzüberschüsse gemacht hat. Die sind erst 2022 durch die Explosion der Energiepreise eingebrochen. Also davor, da, ja, auf der Spitze 2015 haben die, glaube ich, rund 9% des Bruttoinlandsproduktes ausgemacht. Also das ist absolut extrem für so ein großes Industrieland. Ich habe natürlich jetzt keine Statistik dazu studiert. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es in den Nachbarländern direkt auch nicht gerade viel besser aussieht. Frankreich und Spanien werden ähnlich gefesselte Arbeitsmärkte mit hohen Einstiegshürden haben. Und deswegen ist das in den Ländern wahrscheinlich ebenfalls nicht viel besser. Und wenn du eine Autoindustrie in Deutschland hast, die extrem ausgebaut ist und du dir denkst, hier hängen Tausende von Arbeitskräften in einer bestimmten Region, die kannst du nicht einfach so ersetzen und woanders hin verlegen. Nichtsdestotrotz wird es gemacht. Also, dass das erst seit 2020 ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass auch vorher schon viele Unternehmen abgewandert sind und dass es auch einfacher in der heutigen Zeit ist, durch Digitalisierung sich überall umzusehen, wo du dein Unternehmen genauso ansiedeln kannst, wo du noch fähige Arbeitskräfte bekommst oder wo du deutsche Arbeitskräfte genauso gut hinschicken kannst und umsiedeln kannst, weil du dort weniger von Abgabenlast befreit bist und weil du dort deswegen der Konkurrenz besser trotzen kannst. Das Gegenteil ist der Fall. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten Millionen von Arbeitskräften vor allem aus Osteuropa angezogen. Also Deutschland hat eine riesige Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften. Also, es entspricht halt nicht der Wahrnehmung der meisten Leute, dass es Deutschland wahnsinnig gut geht und dass der Nein, Arbeitsmarkt es geht nun. uns nicht gut. Es geht Deutschland definitiv nicht gut, jedenfalls der Mehrheit der Bevölkerung nicht. Aber das ist Aber eben, du. weil die Steuern für die Reichen immer mehr gesenkt wurden, weil unser Sozialsystem immer mehr zusammengeschrumpft wurde, weil die Löhne viel zu langsam gestiegen sind und viel zu wenig in unsere Infrastruktur investiert wurde. Also das ist der Grund. Es wurde Politik für einige Reiche gemacht, aber eben nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Das ist der Grund, warum es der Mehrheit in Deutschland eben nicht besser geht als vor 30 Jahren. Aber einer kleinen Schicht, der geht es sehr viel besser. Aber wir hatten die letzten 20 Jahre nur Sozialdemokraten an der Macht, die die ganze Zeit nichts anderes erzählen, als wir machen Politik gegen Reiche. Ja, die erzählen das, aber machen das dann nicht. Also das Rentenniveau, das ist doch unter Schröder extrem was sagst du denn? Das Rentenniveau ist unter Schröder extrem zusammengeschrumpft worden. Wir hatten Ja, das war das Beste, was Schröder machen konnte, zwei klar. Erbschaftssteuerreformen, die Erbschaftssteuer stark gesenkt haben. Wir haben unter Schröder eine starke Senkung des Spitzensteuersatzes gesehen. Wir haben starke Senkung der Unternehmenssteuern gesehen. Wir haben eine, ja, Aussetzung der Vermögenssteuer gesehen. Also das haben wir doch alles gesehen in Deutschland. Ja, das reicht mir noch nicht mal ansatzweise. Also, ich möchte gerne, dass es überhaupt keine Abgabenlast gibt. Ich möchte, dass Unternehmer frei schalten und walten können, wie sie möchten, weil das ist das, was Ludwig Erhard mal gemacht hat und das Nein. hat den größten. Nein. Also Ludwig Erhard hat beispielsweise das Jedermann-Programm gestartet, wo der Staat aktiv in die Industrieproduktion eingegriffen hat, um die Versorgung mit wichtigen Gütern für Grundbedarfe sicherzustellen. Viele Preise wurden in Deutschland bis in die 70er Jahre extrem stark vom Staat beeinflusst. Also
Das ist auch spannend. Ludwig Erhard, der die Preisvorgaben abgeschafft hat. Wer hat die Ja, der hat die Preisvorgaben bis in Preisvorgaben die abgeschafft. 70er Jahre hinein weiterbehalten? Na, der Staat hat, Das habe ich noch nie wie gehört. gesagt, na, wie gesagt, er hat da teilweise ins Preissystem eingegriffen. Isabella Weber hat das in ihrem Buch, wie China der Schocktherapien kam. Da hat sie so einen kleinen Absatz zu Deutschland tatsächlich und da hat sie geschrieben, dass das gar nicht so eindeutig war. Ludwig Erhard hat die Preiskontrollen abgeschafft, was dann auch zu extrem starken Preissteigerungen, temporären Preissteigerungen, muss man sagen, weil Deutschland eben beispielsweise durch Jedermann-Programm, durch ja durch staatliche Programme auch die Knappheit an Konsumgütern dann beseitigen konnte, danach diese Preissteigerungen aufgehört haben. Aber temporär hatten wir hohe Preissteigerungen und wir hatten den ja größten Streik in der deutschen Geschichte, nachdem Ludwig Erhard die Preiskontrollen abgeschafft hatte. Also das war gar nicht mal so eine klare Erfolgsgeschichte. Es war 1948 noch gar nicht klar, dass das so ein Erfolg werden würde. In anderen Industrieländern wie Großbritannien, da hat man die Preiskontrollen auch erstmal abgeschafft, dann wieder eingeführt, weil man es eben nicht geschafft hat, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Also es war eine extrem riskante Entscheidung und man hat es durch massive staatliche Interventionen letztlich geschafft, die Preise, ja, diese Inflation zu stoppen. Aber das war keineswegs ausgemacht. Wilde Theorie. Habe ich noch nie gehört. Also ich Nee. meine, ich habe Wohlstand für alle gelesen, da sind ja die Statistiken aufgeführt und die entsprechen genau dem Gegenteil von dem, was du sagst. Also das ist wirklich absurd. Ja, was heißt wirklich absurd? Wir Ja, hatten das danach eine stimmt halt extrem hohe nicht. Inflation. Doch, natürlich. Die Ludwig Preise sind Erhard erstmal war in die der Höhe Einzige und der geschossen. Letzte, der sich noch stark gegen Inflation gestellt hat. Ludwig Erhard hat es in den 50ern noch geschafft, Deutschland aus dem Koreakrieg rauszuhalten. Ludwig Erhard hat es geschafft, dass in den gesamten 50er Jahren quasi gar keine Inflation gab. Und er hat auch die ganze Zeit erklärt, wie schlimm Inflation ist und wie stark er Inflation bekämpft. Bis im Grunde genommen Willy Brandt hat Deutschland bis dahin die beste Wirtschaftspolitik gefahren überhaupt, indem der Staat einfach in so wenig Sachen wie möglich eingegriffen hat. Er hat weder irgendetwas gewährleistet noch garantiert, noch der Staat hat sich Das stimmt rausgehalten doch und gar daraufhin nicht. gab es Wirtschaft. Ja, Die gut, da sind wir Wechselkurse uns halt wurden einig, damals du nicht, staatlich alter Mann. gesteuert. Die Wechselkurse wurden damals sogar staatlich gesteuert. Ziemlich einer der wichtigsten Preise der Volkswirtschaft für den Außenhandel. Das war damals im Bretton Woods-System komplett vorgegeben. Das hat sich damals nicht am Markt gebildet. Ja, klar, das war die konsequente Westintegration unter Adenauer, ne? Es wurde alles an den US-Standard gekoppelt. Gut, bis 71 gab es dann auch noch ein zumindest von den Zentralbanken gedecktes Goldsystem, aber danach hat ja auch dann die Inflation ja, ist in Höhen geschossen, die es nie zuvor gab. Aber das war dann ja auch wieder nach der Zeit von Adenauer. Klar, es gab feste Wechselkurse in der Zeit, aber Ja, aber die ich Inflation ist weiß ja nicht, in die Höhe. inwiefern das irgendein Argument widerspricht. Ne, du hast gerade gesagt, der Staat hat Das wenig hat eingegriffen. Wenn die Staaten die Wechselkurse festschreiben und die nicht am freien Devisenmarkt bilden lassen, sondern die wirklich fest vorschreiben, dann ist das ja ein massiver staatlicher Eingriff, den wir so heute nicht mehr haben. Wie gesagt, der US-Dollar war nach dem Zweiten Weltkrieg dann erstmal Weltleitwährung. Ist auch willkürlich festgeschrieben. Also ich meine, aber inwiefern spricht das überhaupt für deinen Punkt? Also hältst du das jetzt für gut? Ja, wieso gut? Wie gesagt, ich halte von moralischen Diskussionen sehr, sehr wenig. Also ich versuche Aber erstmal. du bist doch trotzdem der Ansicht, du vertrittst ja trotzdem die Ansicht, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Ja, definitiv. Ja. Aber jetzt jede einzelne Handlung von irgendeiner geschichtlichen Person gleich moralisch zu bewerten, finde ich das jetzt aus philosophischer Sicht gut, was da alles hintersteht. Also ich gucke mir erstmal an, was hat diese Person gemacht, was ist da passiert und was können wir vielleicht für heute daraus ableiten. Also zum Schluss moralisieren, nicht als erste Handlung, also nicht als erstes gucken, okay, das damals passiert, das bewerte ich jetzt so oder so moralisch. Gut, du kommst halt auch zu den gegenteiligen Schlüssen, zu denen ich komme. Ich meine, dann schaue ich mir zum Beispiel Erhebungen vom Fraser-Institut an, was halt eben kein staatliches Unternehmen ist, sondern was einfach den Economic Freedom Index of the World einsetzt. Und dann kannst du dir anschauen, wie stark sind die staatlichen Eingriffe in entsprechende Wirtschaften und wie gut geht es dem Land. Es gibt jetzt natürlich ein paar Länder, für die das nicht möglich Das ist, wie Nordkorea, aber im Endeffekt ist der Zusammenhang glasklar. Je besser es Ländern geht, desto geringer sind die wirtschaftlichen Eingriffe des Staates.
Ja, das Fraser-Institut, das wurde aus dem Umfeld der Mont-Pelerin Society gegründet, wenn ich mich recht entsinne. Also die haben auch eine relativ klare ideologische Ausrichtung. Sie Naja, erheben Econ Daten, Rohdaten. Sie stellen ja, der Econ Rohdaten zur Verfügung. Jeder kann die selber nachprüfen. Economic Was heißt denn bitte ideologisch geprägt? So Rohdaten zur Verfügung zu stellen, hat keine ideologische Prägung. Ach so, dieser Economic Freedom Index of the World, das ist der von der Heritage Foundation, oder? Ist das nochmal ein eigener vom Fraser Ich habe Institute? dieses Buch Sozialismus ist zum Kotzen übersetzt und da wird das relativ oft erwähnt. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Ich habe jetzt nicht gerade gestern oder vorgestern noch da reingeguckt. Ich müsste die Seite wieder suchen. Findet man aber eigentlich immer wieder ganz schön Ach so, aufgeschlüsselt. denn den von der Heritage, der sieht sehr ähnlich aus. Der von der Heritage Foundation, der ist, ja, der misst eigentlich, wie gut rechtsstaatliche Strukturen funktionieren. Der misst, wie gut der Staat Eigentumsrechte stützen kann, wie schnell man ein Unternehmen gründen kann, also wie gut staatliche Institutionen funktionieren. Das misst dieser Index. Also ein Staat, wo staatliche Institutionen schlecht funktionieren, wo du also wenig Staat hast, der schneidet hier schlecht ab. Das ist aber keine selbsterfüllende Prophezeiung. Er sagt ja nicht, klar, er Es ist beschäftigt ein sich ja auch mit Propaganda-Index, Staaten. das ist der ganze Punkt. Der misst nicht, wie viel Staat, also ja, indirekt misst er Länder, die relativ viel Staat haben, die gut funktionierende staatliche Institutionen haben, die schneiden bei dem Index besser ab als Länder, die schlechte staatlich funktionierende bzw. weniger staatliche Institutionen haben. Das ist ja der ganze Nein. Punkt. Nein. Und also das ist so falsch, was du sagst. Und das geht auch nicht daraus hervor. Die bestabschneidendsten Länder, das sind fast immer sowas wie Hongkong, Singapur, Liechtenstein. Diese Länder schneiden immer am besten ab. Und das sind Staaten, die geben dem Bürger und den Unternehmen so unfassbar viele Freiheiten. Also das ist falsch, was du sagst. Also ich habe jetzt, wie gesagt, müsste ich mir die aktuelle Rangliste nochmal ansehen. Beispielsweise schneidet die Du hast schon Schweiz, recht, sie untersuchen Staaten. Das ist schon ja, richtig, ne? die Weil Schweiz schneidet hier beispielsweise sehr, sehr gut ab. Und die Ja, Schweiz, klar. die greift wirklich sehr stark in ihre Wirtschaft ein. Also sie hat Ja, beispielsweise manipuliert sie nicht im sogar den Vergleich. Wechselkurs nach unten. Also Ja, aber nicht im Vergleich zu anderen Ländern, nicht im Vergleich zu Deutschland. Im Vergleich zu Deutschland greift die Schweiz viel, viel weniger in die Wirtschaft wie ein. gesagt, die Schweiz manipuliert ihren eigenen Wechselkurs nach unten durch massive Intervention der Notenbank. Ich Die mag nicht Intervention. alles, was die Schweiz tut, aber im Allgemeinen greift die Schweiz wesentlich weniger in die Wirtschaft ein als die meisten anderen Staaten, zum Beispiel Deutschland. Die Schweiz Schweiz hat auch eine Gesetz. wesentlich geringere Steuerquote. Du kannst mir jetzt immer noch Sachen anführen, in denen die Schweiz in Eigentumsrechte der Bürger eingreift. Das mögen Wechselkurse sein. Alles in allem tut die Schweiz das weniger als Deutschland. Und deswegen geht es der Schweiz besser und Deutschland schlechter. Na, wie gesagt, der Schweiz geht es erstmal so gut, jetzt vor allem so gut, weil sie ihren Wechselkurs nach unten manipuliert und dadurch hohe Leistungsbilanzüberschüsse macht. Also das ist ein wesentlicher Grund für den schweizerischen wirtschaftlichen Erfolg. Deswegen kann sich der Staat da auch so zurückhalten, weil man eben das Ausland zum Netto-Schuldner macht. Was uns jetzt, glaube ich, zu einem ganz interessanten Thema führt. Die Unternehmen sind nämlich in fast allen Industrieländern Nettosparer. Also die Unternehmen investieren nicht mehr, sondern sie sparen. Sollte der Staat deiner Meinung nach da nicht eingreifen und diese, ja, Netto-Schuldner-Position ausfüllen? Du fragst mich gerade, ob der Staat Geld drucken und in die Wirtschaft pumpen soll, damit die Unternehmen aufhören zu sparen. Ob der Staat das tun sollte, fragst du mich. Ich weiß, dass du wahrscheinlich dagegen sein wirst, aber ich bin auf die Argumente gespannt. Ich bin dagegen, dass der Staat in irgendeiner Art und Weise eingreift. Jede Krise hat eigentlich gezeigt, dass, wenn der Staat stark interveniert hat, dass er immer zu seinen Vorzügen gehandelt hat, dass der Staat dadurch immer stärker geworden ist. So Great Repression ist immer so ein Paradebeispiel. Das hat Murray Rothbard ganz schön aufgearbeitet. Da hat Franklin D. Roosevelt mit dem New Deal stark eingegriffen und der Staat der USA wurde stärker, als er vorher je gewesen ist. Vorher war das noch ein relativ freies Land und nach dem New Deal hat der Staat in jeden Aspekt seiner Bürger eingegriffen. Der Geist, der Spirit der Amerikaner bezüglich der Freiheit ist zwar noch da, aber die staatlichen Behörden, die sind omnipräsent und die
bescheißen den Bürger, wo es nur geht. Und also es läuft immer schlecht, wenn der Staat irgendwo stark eingreift. Aber man muss schon dazu sagen, wenn eine Krise entsteht, weil der Staat nicht eingreift, dann ist für eine kurze Zeit, läuft erstmal alles sehr, sehr scheiße. Das ist halt wie eine Krankheit. Ne? Eine Krise ist wie eine Krankheit. Wenn du einem Arbeiter täglich Kokain gibst, dann, also künstliche Geldspritzen, dann arbeitet er erstmal stärker und besser und besser und besser. Und das merkt der Staat auch, deswegen macht er das permanent. Und jedem ist aber irgendwie intuitiv klar, dass das nicht ewig gut gehen kann, weil wenn der normale Arbeiter dann irgendwie nur noch auf Kokain arbeitet, dann kriegt er irgendwann einen Herzinfarkt. Und wenn du ihn unter kalten Entzug setzt, also diese künstlichen Geldspritzen komplett von heute auf morgen abschaffst, dann wird er erstmal sehr, sehr, sehr stark belastet. Und aber wenn die Eingriffe, die zusätzlich dazu kommen, ganz ausfallen oder sehr, sehr gering sind, dann erholt er sich wesentlich schneller, als wenn so gesagt wird und so, naja, du sollst ja aber immer noch arbeiten, also zumindest ein klein bisschen Kokain hier und da geht immer noch klar. Hier und da ein bisschen Geld in die Wirtschaft pumpen, um was zu unterstützen, das ist immer noch besser, als wenn wir es gar nicht tun würden. Also das ist im Grunde genommen so, wie ich Krisen am besten lösen würde. Also die Analogie, zu der komme ich gleich, aber erstmal zum New Deal, was du dazu gesagt hast. Der New Deal hat dafür gesorgt, dass die Ungleichheit in den USA extrem zurückgegangen ist. Die USA hatten von den 40ern bis in die 60er Jahre ihr höchstes Wirtschaftswachstum und dafür hat der New Deal die Voraussetzungen geschaffen. Die Löhne sind in diesem Zeitraum stark gestiegen. Das war wirklich große Erfolgsgeschichte. Aber jetzt zu der Analogie, die du als zweites gebracht hast. Also du hast das jetzt mit einem Junkie verglichen, der ja quasi Drogen bekommt und wenn du die Drogen plötzlich absetzt, dann geht es ihm besonders schlecht, aber die Erholung, die wird dann besonders stark. Damit ist damit ist dann unsere Wirtschaft ja nicht zu vergleichen. Also wenn die Unternehmen sparen, die Privathaushalte sparen, das Ausland das nicht ausgleicht, ja, dann muss der Staat mehr Geld ausgeben, wenn das BIP nicht schrumpfen soll. Das ist ganz einfache Seitenmechanik. Also wenn der Staat seine Ausgaben zurückfährt, wenn die anderen zwei Sektoren ihre Ausgaben auch zurückfahren, dann schrumpft die gesamte Wirtschaft, dann schrumpft das Einkommen der nächsten Periode. Wenn das Einkommen der nächsten Periode schrumpft, dann ja, schrumpft nochmal der Konsum. Und wenn Unternehmen und Haushalte jetzt immer noch sagen, nee, wir sparen, und der Staat sagt, okay, ich versuche auch zu sparen, also das geht nicht, irgendwer muss am Ende ins Defizit gehen, aber dann, wenn alle versuchen zu sparen, dann schrumpfen nochmal die Ausgaben für BIP-relevante Güter, das heißt, das BIP schrumpft nochmal, das heißt, es gibt so einen Teufelskreis, der nie zu einem Ende kommt, der erst zu einem Ende kommt, wenn der Staat sagt, so, ich hau jetzt Geld in die Wirtschaft. Oder wenn der Außenhandel anspricht. Also das ist die andere Möglichkeit, wenn die Wirtschaft komplett am Boden liegt und der Binnenmarkt komplett abgetötet ist, dann kannst du, dann kann der Außenhandel irgendwann anspringen. Also das ist die andere Möglichkeit, dass es zu einer Erholung der Wirtschaft kommt. Aber wenn der Staat sagt, ich spare, wenn die anderen zwei Sektoren sparen, dann führt das mit Sicherheit in die wirtschaftliche Depression. Wir haben auch in den Ländern, die auf so eine katastrophale Politik gesetzt haben, also der Staat hält sich zurück und investiert bloß nichts, erhöht seine Ausgaben nie wieder. Da haben wir extrem langsam, extrem schwache Erholung gesehen, wie beispielsweise Griechenland. In Griechenland ist das Wachstum erst wieder angesprungen, als der Staat nach der Corona-Pandemie seine Ausgaben extrem nach oben gefahren hat. Also Griechenland hatte nach dem Absturz während der Euro-Krise wirklich extrem geringes Wachstum und erst als der Staat während Corona riesige Schulden aufgenommen hat, da ist das Wachstum wieder halbwegs angesprungen. Das gehen wir mal in meine Analogie zurück. Überleg dir mal gerade, wie du das gerade formuliert hast. In dem Moment, wo der Staat hingegangen ist und seinen Bürger wieder mit künstlichem Geld versorgt hat, in dem Moment, wo der den Arbeitern wieder eine Überdosis Kokain gegeben hat, haben die erstmal wieder extrem stark angefangen zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich halte von der Analogie nichts. Also die Arbeiter haben ja offensichtlich gearbeitet, das Kapital wurde aufgebaut, die Wirtschaft ist gewachsen und es gibt keinen Grund, warum sie nicht... An welchem Maßstab BIP. Ist... Genau. Du pumpst mehr Geld rein und das BIP wächst. Ja. Okay, kennst du die Parabel vom zerbrochenen Fenster? Von Nein. Benedikt Bastiat? Okay.
Ich mach's ganz kurz. Es gibt einen Wikipedia-Artikel dazu, der reicht schon. Braucht nicht eine ganze Geschichte zu lesen. Der Punkt ist, ein kleiner Junge schmeißt mit dem Ball das Fenster ein und der Vater kommt nach Hause und die Mutter hat mit ihm geschimpft und hat gesagt, also bist ein böser Junge, hast das Fenster eingeworfen und der Vater kommt nach Hause und erklärt zu ihm, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Weil dadurch, dass du dieses Fenster eingeschmissen hast, muss ich jetzt zum Glaser gehen und ich muss den Glaser bezahlen und der Glaser verdient damit Geld, dass er mein Fenster repariert. Und dann haben wir wieder ein ganzes Fenster und der Glaser hat Geld verdient und damit haben wir das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Aber dir Ja. ist klar, und das geht ins Bruttoinlandsprodukt rein, Ja. ne? Ich Aber weiß, wie dir ist das doch berechnet vollkommen wird. klar, dass hier kein Wert geschaffen wurde, ne? Weil was hier vernachlässigt wird, sind Opportunitätskosten oder wie Frederik Bastiat es ausdrückt, zwischen dem, was man sieht und dem, was man nicht sieht. Weil der hätte auch die Wirtschaft angekurbelt, wenn er statt, dass er das Fenster kaputt gemacht hat, was ihm geschadet hat und nur dem Glaser genutzt hat, was also Nullsummenspiel war, in dem Moment hätte er auch das Geld stattdessen für ein neues Paar Schuhe ausgeben können und den Schuhmacher damit unterstützen können und davon hätten beide was gehabt. Dann Ja. hätte er ein paar neue Schuhe gehabt und der Schuhverkäufer hätte ein paar Schuhe verkauft. Und das ist das Problem mit der Berechnung vom Bruttoinlandsprodukt. Du gehst einfach hin und sagst, naja, es ist Wirtschaftswachstum, weil wir haben hier irgendwas produziert. Aber was haben wir denn produziert? Haben hiervon alle was? Ja, da muss man auf die Verteilung schauen dann. Nein, auch die Verteilung ist nicht unbedingt das, was zählt, sondern es zählt im Endeffekt, ob die Leute das bekommen, was sie eigentlich auch tatsächlich haben wollen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen einen neuen Klimafonds und da pumpen wir jetzt 30 Milliarden rein und dann bezahlen wir Unternehmen dafür, dass sie andere Leute abstrafen, wenn die sich nicht an CO2-Bestimmungen halten. Davon hat niemand was, aber du steigerst das Bruttoinlandsprodukt. Aber das ist keine tatsächliche Produktivität. Das ist kein, wir haben hier etwas von Wert geschaffen. Wir haben hier nichts geschaffen, was Leute freiwillig nachfragen, sondern wir haben irgendein künstliches Geldprodukt ins So, System gepumpt. vielleicht war dein Beispiel gerade ein bisschen unklar, aber nicht jede Ausgabe steigert das Bruttoinlandsprodukt. Wenn der Staat jetzt beispielsweise sagt, wir nehmen Schulden auf und kaufen davon Aktien, also das, was die FDP machen wollte, dann steigert das nicht das Bruttoinlandsprodukt. Also es zählen nur bestimmte also nur Ausgaben für BIP-relevante Güter auch zum Bruttoinlandsprodukt dazu. Okay. Wir schaffen einen Arbeitsmarkt und so hat Keynes mal vorgeschlagen in Allgemeine Theorie, wir bezahlen Menschen dafür, dass sie Müll verbuddeln und wir bezahlen anderen Menschen dafür, dass sie den Müll wieder ausbuddeln. Das steigert das BIP, weil wir können das messen. Wir haben beide Leute bezahlt, aber wir haben absolut nichts Produktives geleistet. Ja, aber das Einkommen ist gestiegen. Das reale Einkommen der Volkswirtschaft ist gestiegen. Und Ja, aber das ist keine positive Entwicklung. ja, aber Das nutzt niemandem. ich kann dir genau sagen, wie Keynes diese Stelle gemeint hat. Er hat, also beziehungsweise was er kurz danach geschrieben hat. Er hat geschrieben, natürlich wäre es sinnvoller, Straßen und Brücken und ich weiß nicht, was für Beispiele er noch konkret genannt hat, Natürlich. von diesem Geld zu bauen. Aber wenn die intellektuellen Fähigkeiten unserer Politiker dem im Wege stehen, dann ist das Vorliegende besser als nichts. Also er hat sich ein wirklich extra absurdes Beispiel rausgesucht, um zu zeigen, wie man die Wirtschaft ankurbeln könnte und dass selbst das noch positive Effekte hätte. Ja, ich sag ja auch gar nichts anderes. Ich will ja auch dieses Beispiel deswegen anführen, um die Absurdität vor Augen zu halten, weil alle Folgen, die daraus kommen, die machen es nicht besser. Du überlässt hier einem Zentralplaner zu entscheiden, was gut und was nicht gut ist, statt dass den Leuten den freien Spielraum lässt, es selber zu entscheiden, indem sie ein Unternehmen gründen und selber für Wachstum sorgen, indem sie, wie gesagt, nicht Nee. per Zwang Geld an den Glaser geben müssen, sondern indem sie freiwillig entscheiden können, wofür sie es sonst ausgeben. Weil dann schaffen wir Wert und nicht einfach nur irgendwelche Wachstümer in Büchern. Aber was ist, wenn die Leute das Geld sparen und eben nicht ausgeben? Dann schrumpft das BIP. Dann ist das so, weil die Leute sich dazu entschieden haben, weil sie ihren Konsum lieber in die Zukunft verschieben möchten, als jetzt machen. Aber dir ist doch schon klar, dass nicht alle Leute gleichzeitig sparen. Das passiert nicht. Also es gibt keine hundertprozentige Sparquote, nie. Nein, es gibt keine hundertprozentige, aber eben privaten Haushalte kannst du dir je nach Zeitraum Aber dann abgucken. schrumpft halt die Wirtschaft. Was daran Normalerweise schlimm? sparen sie 10% ihres Einkommens. Ja, die Unternehmen zahlen jetzt ganz vereinfacht jeden Monat 100 Euro an die privaten Haushalte, die legen davon 10% zurück. Das heißt, sie geben nur noch 90 Euro für die Produkte der Unternehmen aus. Das heißt, irgendwer muss diese Lücke jetzt füllen. Irgendwer muss diese 10 Warum, Euro warum, warum? Nachfragelücke jetzt füllen.
Ja, weil Warum? sonst das Einkommen der nächsten Periode schrumpft. Weil die Unternehmen dann nur eine Nachfrage von ja, Und? 90 Euro haben und dann fahren sie ihre Produktion zurück. Ja, dann ist das so. Dann passen wir das an. Ja, da haben die Leute doch weniger Was ist Einkommen. daran schlimm? Wieso haben die Leute dann weniger Einkommen? Ja, Also die Leute weil die haben Unter die. Vielleicht haben sie, aber dieses Einkommen, diese Preise, die sind doch gemessen an dem, was die Le worauf die Leute freiwillig bereit sind zu verzichten. Vielleicht brauchen sie ja genau das, was die Unternehmen an Schwachsinn herstellen, gar nicht, sondern denken sich, das will ich nicht haben, ich lege das lieber beiseite und sorge lieber dafür, dass ich das in die Zukunft für was investiere, was ich für besser halte, als das, was mir jetzt angeboten wird. Also nach der Logik wäre die Weltwirtschaftskrise darauf zurückzuführen, dass die Leute plötzlich gesagt haben, so, wir hören jetzt mal auf zu konsumieren, wir brauchen so viele Produkte gar nicht mehr. Laut der Logik wäre die Meinst du jetzt Weltwirtschaftskrise darauf 2008? zurückzuführen. Nee, Meinst du jetzt Weltwirtschaftskrise 2008? 1929. 2008 auch, da ist ja auch der Ja. Konsum eingebrochen. Da haben die Haushalte ja auch erstmal ihre Sparquote erhöht. Ja, es ist halt unsicher, dass. Ja, also, Moment. Ich müsste. Bin ich gerade nicht so direkt im Thema? Müsste ich kurz nochmal reinlesen, weil dann auch. Ob wir da nicht Definitionen durcheinander bringen. Der Punkt ist aber, ich bezweifle viele Ansichten, dass ich kenne schon diese keynesianischen Modelle. Du hast dann eine bestimmte Investitionsquote, die erfüllt werden muss und alles, was bei privaten Haushalten an Konsum und Investitionen ausfällt, muss der Staat automatisch auffangen, nur damit das irgendwie gleich bleibt. Ich halte halt nichts davon, weil ich mir denke, wie hoch diese Quote sein soll, das sollte kein Zentralplaner bestimmen, sondern das sollten die Leute halt selber bestimmen. Also jeder ist selber dafür verantwortlich zu sagen, wie viel er nachfragt und wie viel nicht. Und ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, einem Zentralplaner diese Entscheidung zu überlassen. Aber niemand bestimmt selber sein Einkommen. Das heißt, wenn das Einkommen der nächsten Periode geringer ist, weil eben Natürlich. Gesamtwirtschaft, naja, es kann nur so viel Einkommen gesamtwirtschaftlich verteilt werden, jetzt auf alle Wirtschaftsteilnehmer gesehen, wie auch produziert wird. Die Produktion ist immer gleich dem gesamten volkswirtschaftlichen Einkommen. Das heißt, wenn weniger produziert wird, gibt es auch weniger zu verteilen. Und da hat sich niemand aktiv dafür entschieden, okay, ich will jetzt, dass es volkswirtschaftlich weniger gibt, sondern die Leute haben nur von ihrem Geld etwas zurückgelegt. Ja, aber was spricht dagegen? Dass das Warum Einkommen sinkt. dürfen die Leute das nicht selber entscheiden, sondern warum soll das jemand, warum soll der Staat oder irgendeine zentrale Instanz das für sie Die Leute bestimmen? haben noch nicht abgestimmt, ja, ich will jetzt, dass die Wirtschaft schrumpft. Da hat sie ja keiner gefragt, sondern die Wechselwirkung zwischen, ja, dadurch, dass die Leute Wenn sparen, wird dann nächstes Jahr weniger produziert. sie Ja, aber das Da ist hat doch nicht keiner drüber unbedingt abgestimmt. verkehrt. Das bestimmen Sie doch nicht. Also das bestimmen Sie doch durch Ihren eigenen Geldbeutel, indem Sie sagen, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Produkte von dem und dem, sondern jetzt kaufe ich was anderes oder eben nichts und spare, weil ich lieber in der Zukunft was kaufen will. Das ist doch die freie Entscheidung von jedem Menschen. Warum muss Ja, der aber Staat denn eingreifen und denen sagen, nee, wir holen dir jetzt wieder mehr Geld aus der Tasche, weil wir gerne hätten, dass du das für XYZ ausgibst? In der Zukunft ist doch dann weniger da, was es zu kaufen gibt, weil das ja, weil die Produktion dann gesunken ist. Ja, aber vielleicht sind die falschen Dinge da. Vielleicht sind nicht die Dinge da, die Menschen haben wollen, sondern vielleicht wollen die Menschen eigentlich was ganz anderes haben. Und es müssen Unternehmen pleite gehen, die Dinge anbieten, die die Leute nicht haben wollen. Ja, aber die und Leute, die Unternehmen freisetzen, die Unternehmen setzen doch dann Arbeitslose frei. Die müssen doch irgendwo Beschäftigung finden. Ja, aber auch das ist also es läuft immer dann besonders schlecht, wenn eine zentrale Instanz wie der Staat hingeht und sagt dann so, wir planen das. Nee, der So, Staat so würde plant ja gar es ja nicht, wo die immer Leute noch. hinkommen. Der Staat gibt einfach mehr Geld aus. Der Staat kann das Geld, ja, kann auch die Sozialleistungen erhöhen. Und dann schaffen die Ja, aber. Unternehmen in der Privatwirtschaft, die dann eben besser arbeiten können, die zusätzlichen Arbeitsplätze. Dann lass mich wieder ein Beispiel machen. Keine Ahnung, was ist abstrakt? Kirchenglocken. Fragt heute keiner mehr nach, interessiert sich kein Mensch mehr für. Aber laut deiner Theorie müsste der Staat jetzt hingehen und sagen, wir wollen die Arbeitslosen in der Kirchenglockengießerei weiter beibehalten. Wir wollen nicht, dass die Unternehmen vorbeigehen. Wir wollen nicht, dass die Nachfrage einbricht. Also schaffen wir zusätzlich, pumpen wir Geld ins System und kurbeln die Nachfrage an, damit die Leute wieder Geld für Kirchenglocken ausgeben. Das ist doch Nein, absurd. Kein Mensch will das das. habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Staat soll die Nachfrage, die Doch. gesamtwirtschaftliche Nachfrage ankurbeln, nicht die Nachfrage nach bestimmten Gütern.
Der Staat soll einfach mehr Geld ausgeben. Nicht Geld für Kirchenglocken, sondern beispielsweise Sozialleistungen erhöhen oder Infrastrukturprojekte realisieren, die man vorher nicht realisiert hat. So Helikoptergeld, einfach Geld verteilen, Ja, oder die Renten neu drucken erhöhen, und beispielsweise, das ging ja auch. Die Renten sind extrem gering in Deutschland, da könntest du ordentlich nochmal was draufhauen. ja, ich meine, das ist dann wieder Geld, was er einfach aus der Zukunft nimmt für mit unbestimmtem Ausmaß. Dafür müssen in der Zukunft wieder Leute mehr arbeiten. Und ich glaube halt nicht an die Theorie, dass es sinnvoll ist, einfach aus dem Nichts heraus, ohne irgendwelche Arbeit, so zu tun, als wäre jetzt die Wirtschaft gestiegen, weil Geld drucken kostet nichts. Das ist einfach, aus dem Nichts tun wir so, als hätten wir zusätzlichen Wert geschaffen. Und Geld ist eigentlich ein Wertäquivalent, aber es verfälscht eigentlich dieses Äquivalent ja massiv, indem ohne Arbeit einfach zusätzlich Pseudowert geschaffen werden kann. Was halt zum Beispiel bei Gold oder Bitcoin eben nicht der Fall wäre. Da ist nur derjenige, der einen tatsächlichen physischen Rohstoff, also Gold oder Bitcoin, zusätzlich in das System einbringt, dieser Wert in Anführungszeichen ist dann auch tatsächlich da. Da hätte ich mal Ich eine denke. Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, wenn der Staat heute 100 Milliarden Euro zusätzlich ausgibt, sagen wir für eine Erhöhung der Renten, wenn der Staat die Ja, heute aus dem zusätzlich Nichts ausgibt, schöpft und ausgibt. dann werden in der Zukunft dafür, da muss in Zukunft dafür jemand mehr arbeiten. Inwieweit das? Diese, ja, was heißt mehr Arbeit? Diese, was, oder versuch's mal vorzurechnen. Wenn du diese 100 Milliarden auf einmal mehr hast, was dann passiert ist, die Leute geben ihr Geld teilweise aus, teilweise sparen sie es. Auf jeden Fall haben random irgendwelche Leute haben jetzt mehr Geld. Sei mal dahingestellt, dass ich nicht mal glaube, dass das passieren würde, weil Politiker verteilen das Geld nicht einfach per Helikopter für Sozialausgaben, sondern sie wollen das an bestimmte Interessensgruppen vergeben, die das tun, was sie wollen, damit sie selber davon profitieren. Dann haben wir mehr Geld im Wirtschaftskreislauf und dann tritt eigentlich der Cantillon-Effekt ein, die Preise steigen und damit Leute sich wieder auf genau demselben Niveau wie vorher die Produkte leisten können, müssen sie auch wieder mehr Geld einnehmen. Ob sie das wird dann meistens dadurch finanziert, dass wieder neues Geld ins System gepumpt wird. Also ist das ein Schneeballsystem. Und um eben den Warenkorb gemessen an dem Niveau von vorher, um da wieder ranzukommen, müssen sie halt mehr arbeiten, um wieder genauso viel Geld zur Verfügung zu haben, wie gesagt, weil eben die Preise mit der Zeit dann auch steigen. Ja, aber die Preise steigen ja nicht entsprechend der Geldmengensteigerung, sondern es kommen, also wenn jetzt die Nachfrage steigt, dann kommen jetzt erstmal Leute in Beschäftigung, die vorher nicht in Beschäftigung waren. Also du hast da eine steigende Produktion erstmal. Und eventuell hast du da noch Preissteigerung. Und wie stark der Fall ist, das ja hängt ja damit zusammen, wie nah sich die Wirtschaft gerade in Vollbeschäftigung befindet. Wenn du das, was ich gerade vorgeschlagen habe, in der aktuellen Situation der Unterbeschäftigung machst, die wir sehen, also dann wird das zu ja großen Produktionssteigerungen führen. Wenn du das in der Wirtschaft machst, die vollbeschäftigt ist, da wirst du fast keine Produktionssteigerungen sehen, aber dafür Preissteigerungen ganz viel. Aber in der Situation, wie wir sie gerade sehen, wo wir Millionen von Arbeitslosen haben, da ist es absolut sinnvoll, sowas zu machen. Wenn ich Arbeitslosen einfach, oder ist egal, wer es ist, wenn ich einfach Geld verteile, wenn ich einfach Leuten Geld schenke und sage, oder von mir aus auch einfach nur sehr, sehr günstige Kredite gebe, dann denken sie, ich habe eine Geschäftsidee, ich verwirkliche die jetzt. Und in dem Moment, wo ich dann mein Unternehmen habe und ich produziere irgendetwas, von dem ich glaube, dass Leute es wollen, und die Leute wollen das aber gar nicht in dem Umfang, in dem sie in dem derjenige das vorher prognostiziert hat,
dann hast du ein sehr unlukratives Geschäft und das erhältst du am Leben, indem du einfach weiter Geld in dieses System pumpst. Und das ist im Endeffekt etwas passiert, was wir schon die letzten 25, 50 Jahre sehen. Und dadurch entstehen Firmen, die sich nur deswegen am Markt weiterhin halten können, weil sie günstiges Geld bekommen. Und was passieren sollte, ist, dass diese Unternehmen pleite gehen und dadurch entsteht mehr Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosen werden im Augenblick in nicht lukrativen Firmen gehalten, die eine Nachfrage haben, die gar nicht so hoch ist wie ihre eigentlichen Kosten. Und sie müssen, sie stehen dem Arbeitsmarkt für etwas, was Leute tatsächlich haben wollen, gar nicht zur Verfügung. Also ich finde, ein Gleichgewicht sollte grundsätzlich auf einem freien Geldsystem funktionieren, sodass Leute freiwillig das nachfragen können, was sie auch haben wollen, statt dass es so ist, dass Leute durch verfälschte Geldpolitik permanent falsche Signale aufnehmen, dass sie sagen, okay, es gibt jetzt viel mehr Geld, da kann ich ja irgendwas produzieren, was ich will, obwohl der Zins es gar nicht hergibt, dass das eigentlich so sinnvoll ist, also dass es nicht so wäre. Ja, aber sinnvolle Investitionen, die sich vorher gelohnt haben, die lohnen sich ja jetzt umso mehr, wenn die Zinsen gesenkt werden. Das Kaufverhalten passt sich auf eine gewisse Art und Weise an, klar. Aber nur weil ich jetzt 3 Millionen Euro habe, statt nur 1 Million, kaufe ich mir dafür nicht 5 Autos. So, dann da sinkt der Grenznutzen ja trotzdem. Wenn ich jetzt 300 statt 100 € zur Verfügung habe, weiß ich nicht, ob ich deswegen zwangsläufig mehr Lebensmittel davon kaufe. Es ist nicht auf die gleiche Art und Weise ausgelotet. Hier so jeder Mensch hat dann seine eigenen Bedürfnisse, die er auf eine bestimmte Art und Weise befriedigt. Manche kaufen vielleicht nur totalen Blödsinn davon. Ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, wie er damit handhabt. Ja, es ist doch ganz gut, wenn ich den Leuten mehr Geld gebe und sie dann die freie Entscheidung haben, was sie kaufen sollen. Wie gesagt, das, was dann entsteht, ist, dass dass die Preise sich mit der Zeit anpassen, wenn du einfach Geld aus dem Helikopter wirfst. Nee, wie gesagt, das passiert dann nicht. Ganz im Gegenteil, die Produktion steigt. Wir haben dann reales Produktionswachstum. Okay. Deine Theorie, dass du zwar mehr Geld im System hast, aber die Preise nicht steigen, ist nicht beobachtbar. Also Nicht sie ist schon steigen. Also, handlungslogisch nicht. ich habe gesagt, je näher du Sie an ist Vollbeschäftigung bist, desto handlungslogisch eher falsch siehst du und sie es. ist Nein. empirisch falsch. Nein, es ist auch nicht empirisch falsch. Also, dass du mehr Geld in einer Volkswirtschaft hast, aber dass die Preise dadurch nicht steigen, ist absolut unrealistisch. Das ist auch nie passiert. Wir haben riesiges Geldmengenwachstum in der Eurozone von Anfang der 2010er bis 2021 gesehen und sehr geringe Preissteigerungen. Also wir haben über 10 Jahre hinweg hohes Geldmengenwachstum. Preissteigerungen sind im Moment gigantisch. Ich habe Jetzt, 2008 habe ich und noch das, 20 Cent für ein Brötchen gekauft. Jetzt kostet das 40 Cent. jetzt Das sehen ist wir eine diese Verdopplung. Preissteigerungen. Ist ja, Jetzt ja. sehen wir die. Preissteigerungen kommen durch den Cantillon-Effekt, hatten wir ja ganz am Anfang. Durch den Nein. Cantillon-Effekt kommt das immer erst langsam in Umlauf. Und diejenigen, die zuletzt da dran kommen, sind diejenigen, die am stärksten davon betroffen sind. Ne, das ist Unsinn. Wir haben nach Corona einen starken Anstieg der Rohstoffpreise gesehen und jetzt mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland nochmal stärkeren Anstieg der Rohstoffpreise. Und das hat für diese starken Preissteigerungen gesorgt. Also starker Anstieg von Importpreisen. Teilweise, aber nicht nur. Also zu Hauptsächlich. dem Gleich Geld ins System zu pumpen, schafft keine realen Werte. Da sind wir uns Doch. doch hoffentlich noch einig, oder? Nein. Da sind wir uns absolut nicht einig. Das ist ja der Okay. zentrale Satz von Keynes. Okay. Okay, dann, okay, Punkt. Wenn nachdem Nord Stream jetzt gesprengt ist und wir nicht mehr mit Öl versorgt werden, und die steigen die Ölpreise gigantisch. Und es ist schwieriger, an Öl zu kommen zu den Preisen vom Vorniveau. Und damit die Verbraucher nicht mit diesen Preisen alleine gelassen werden, es gibt real weniger Öl. Das ist jetzt nicht mehr da. Das ist jetzt nicht mehr verfügbar für die einfachen Ja, deutschen Verbraucher. es Deswegen haben sie höhere Preise. Deswegen ist der Staat hingegangen und hat gesagt, okay, wir entlasten euch, wir schenken euch Geld. Indem wir den Unternehmen sagen, das, was ihr eigentlich an Preisen an die Verkäufer weiter geben müsst, womit ihr sie belasten müsstet, das
können die Verbraucher nicht leisten, deswegen pumpen wir da Geld rein. Wir entschädigen euch. Wir nehmen Schulden auf und wir stützen mit Milliarden das. Und dadurch gehen die Unternehmer hin und sagen, ist uns nur recht, weil der Staat ist ein guter Partner, der zahlt immer. Der Staat geht jetzt hin und der drückt für uns die Preise, während wir vorher, das weiß ich, ich habe keine realen Zahlen für Öl auf Lager, wo wir vorher für das Fass 1 Euro bezahlt haben, zahlen wir jetzt durch staatliche Subventionen nur noch 50 Cent. Damit können wir diese gesenkten Preise ebenfalls an die Verbraucher weiterleiten. Und die Verbraucher, denen ist es gerade recht, weil sie sagen, ja, jetzt muss ich ebenfalls weniger bezahlen. Im Allgemeinen steigt es zwar noch ein bisschen, aber im Endeffekt ist das, was passiert ist, nichts als ein monetärer Eingriff. Es gibt nach wie vor nicht mehr Öl. Erdgas meinst aber du jetzt? Genau, also das wirklich ist das Problem. Erdgas meinst du? Das ist ein Erdgas in dem Fall, ja. In dem Moment, ich meine, es spielt gar keine Rolle. Ich habe nur das Beispiel genommen, weil du es gerade angeführt hast. Aber es läuft mit jedem Produkt auf dieselbe Art und Weise so. Es gibt ein reales Angebot an Gütern und es gibt monetäre Politik, die die Preise verfälscht, die sich unter normalen Umständen frei bilden würden. Und dieses monetäre Phänomen, was du zur Lösung aller Probleme erklärst, das beseitigt das Endproblem der Knappheit nicht. Da würde ich dir zustimmen. Also das ist ja ein Importgut, das kann man ja jetzt nicht innerhalb. Das hast du eben gesagt, dass es das tun würde. Ich habe gesagt, die gesamte Produktion steigt. Es gibt noch andere Dinge, die man produzieren kann als Erdgas. Das Erdgas, das importieren wir ja vom Weltmarkt. Aber sie schaffen doch keine realen Produkte. Das ist nur Geld. Das ist nur ein etwas, was auf einem Computer als Zahl dasteht. Das macht keine realen Produkte. Aber die Unternehmen produzieren doch nur reale Produkte, wenn sie eine Nachfrage für diese Produkte haben. Wie gesagt, Erdgas ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Die Nachfrage ist aber so oder so da. Die Nachfrage ist aber so oder so da. Ist sie eben nicht? Jeder Mensch hat eine Nachfrage nach bestimmten Produkten. Ja, und aber wenn er diese Nachfrage nicht, wenn er diese Nachfrage nicht hat, dann will er das auch nicht. Natürlich hat aber jeder daran ein Interesse, dass alles günstiger ist. Aber das ist nicht die Lösung, denen einfach Geld zu schenken und zu sagen, hier, damit ist es günstiger. Weil dadurch schaffst du nicht, dadurch betreibst du nur eine Verfälschung des sich eigentlich einpendelnden Gleichgewichtspreises. Ja, du bist jetzt bei der Gaspreisbremse. Wie gesagt, ob sowas temporär sind, also ich würde sowas ist egal, auch nicht als, was es ist. Ich würde das nicht als dauerhafte Institution gut finden, sondern aber temporär, um Preisschock abzufedern, das ist ja um die Folgen von so einem Preisschock abzufedern. Ja. Das ist diese Analogie mit dem Arbeiter, dem man Kokain gibt. Ne? So in dem Moment, wo du dir sagst, er packt jetzt fast zusammen, dann denkst du dir, okay, damit er nicht komplett zusammenbricht und er sich erstmal erholen muss, deswegen geben wir jetzt nochmal ein bisschen Kokain. Das ist halt dieses Prinzip. Halte ich halt für verkehrt. Ich halte halt für richtig, dass es einmal zusammenbricht und der sich komplett erholt und dann jeglicher Eingriff abgeschaltet wird. Ja, aber wieso sollte er sich erholen? Also wie gesagt, ich halte von dieser Analogie nichts, weil eine Volkswirtschaft eben nicht funktioniert wie ein menschlicher Körper und du jetzt Geld jetzt auch nicht mit Drogen vergleichen kannst. Aber wenn du bei einer Volkswirtschaft, wenn die abstürzt und du dann ja deutlich geringeres Produktionsniveau hat, wieso sollte das Produktionsniveau dann wieder steigen? Also ohne steigende Nachfrage steigt auch die Produktion nicht wieder. Ich sehe den Staat nicht in der Verantwortung, Nachfrage zu schaffen. Das habe ich aber jetzt gerade eben erklärt. Jeder Einzelne hat eine bestimmte Nachfrage. Es ist nicht der Staat, der die Nachfrage lenken soll. Es ist überhaupt nicht seine Aufgabe, dass er Nachfrage lenken soll. Ich habe eine Nachfrage nach bestimmten Produkten. Ich frage die nach physisch mit meinem Portemonnaie. Und wenn ich einen Vertrag mit einer Drittpartei habe, dann, also wenn wir beide miteinander handeln wollen, dann erwarte ich, dass sich jede dritte Partei da raushält. Sie hat da nichts zu suchen. Wenn du mir ein Produkt verkaufen willst, dann bezahle ich dich dafür, wenn ich, keine Ahnung, du hast ein Buch geschrieben und das verkaufst du für 19,99 € und ich sage, okay, es ist mir, sage ich mal, vor nur meinem geistigen Auge, nur für mich selber, aus dem Bauchgefühl heraus, sage ich, oh, ich würde so ungefähr so weit gehen, 25 € dafür zu bezahlen. Du verkaufst für 19,99 €, alles klar, das Produkt kaufe ich nach. Wenn ich aber sage, nee, also tut mir leid, für 2 € würde ich vielleicht das Buch dir abkaufen, aber für 19,99 € ist mir viel zu viel, dann unterbleibt der Kauf. Das ist die Art und Weise, wie jedes Individuum Entscheidungen trifft.
Und der Staat ist derjenige, der hingeht und sagt dann so, dein Buch kostet nur 2 Euro. Deswegen fragst du das jetzt nach, weil es ist zwar real, wird es immer noch für 19,99 € verkauft, aber wir gehen hin und wir erlassen dir von diesem Kaufpreis 18 Euro, indem der Staat dir 18 Euro gibt und mir diesen geringeren Verkaufspreis gibt. Das ist eine Verfälschung von Ja, Angebot und Nachfrage und ein Eingriff, der einfach nicht sinnvoll ist. wie gesagt, das sind jetzt Preissubventionen. Das ist ein sehr spezielles Beispiel. Mir ging es jetzt um Nachfrageförderung. Aber Also wenn der, das ist doch dasselbe, nur auf der anderen Seite. ne, wenn du mehr Geld bekommst, dann kannst du entscheiden, wofür es ausgegeben wird. Wenn der Staat einen bestimmten Preis subventioniert, dann fällt dieser Ja, aber bestimmte das Preis sollte ich geringer aus. nicht. Das sollte ich aber nicht. Ich sollte nicht einfach beliebig mehr Geld zur Verfügung haben. Warum? Das Damit ist die nicht Nachfrage gut. Da steigt. Das hatte ich ja jetzt dreimal Nein, gesagt. ich weiß, dass das die goldene Kuh ist, also die Nachfrage steigt. Aber das macht es nicht besser. Das macht nichts besser. Doch, die Was Produktion denn? steigt. Man hat dann mehr Ja, Güter, die man verteilen kann. ja. Mehr Güter, die man verteilen kann, die der Staat auf eine Art und Weise verteilt, wie es ihm gut dünkt, wovon ich nichts halte. Ich halte davon, dass er sich das auf eine natürliche Art und Weise entwickeln soll. Ich gehe ja auch, ich züchte Es gibt damit ja keine natürliche Art und Drogenabhängige. Weise. Es gibt keine natürliche Art Nachfrage und ist immer eine Weise. natürliche Art und Weise. Natürlich. Nee, das ist doch immer ein Aushandlungsprozess in der Gesellschaft. Wenn ich Leute für ihr Geld arbeiten lasse, und Leute in Ruhe und alleine lasse, dann erwirtschaften sie ihre Kohle und dann entscheiden sie, wie viel sie von ihrem Geld ausgeben. Wenn ich Leuten einfach Geld schenke, dann kommen die immer wieder zurück und sagen, ja, ich will noch mehr Geld, weil ich will noch mehr nachfragen, ich will noch mehr nach, ich will noch dies und jenes. Aber die fragen dann nur noch Blödsinn nach. Sie sind ja nicht mehr dafür, du schickst sie in die komplette Abhängigkeit. Sie wollen nur noch diese künstlichen Stimuli von frisch gedrucktem Geld, statt dass sie von sagen, ich habe so und so viel gearbeitet, ich habe meine Arbeitsleistung dazu benutzt, um so und so viel Geld zu bekommen, und dieses Geld nutze ich jetzt dafür, um das nachzufragen, was ich gerne hätte. Dadurch sind sie eigenverantwortlich, aber das du machst, ist sie an den Tropf zu hängen. Ja, was ich mache, ist, sich die gesamte Volkswirtschaft anzusehen und zu gucken, ob die Produktion, Was was ändert man tun nichts. kann, um die Produktion zu steigern. Das Was für mache das ich. Individuum. Was für das Individuum falsch ist, ist im großen Stil genauso falsch. Also ist aus, aus, Nee. aus wenn, wenn du wenn du wenn wenn etwas falsch ist, weil ich das für einen Einzelnen mache, ist das auch falsch, wenn ich das für Millionen mache. Das macht nichts besser. Ja, was heißt falsch? Für den Einzelnen höhere Rente finde ich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das ist Ja, nämlich ich der finde das gleiche Punkt, um den wir die Rentensystem ganze falsch. Es Zeit. ist ja also wenn du das Ganze auf eine moralische Schiene ziehen willst. Ich finde es auch besser, wenn jeder mehr Kohle hat. Ich finde es aber nicht gut, wenn diese Kohle aus dem Nichts gedruckt wird und einfach verteilt wird, weil das negative Effekte hat. Und die negativen Effekte spielst du immer außen vor. Sagst immer, die existieren nicht oder die existieren in so geringem Ausmaß, dass sie keine Rolle spielen. Die spielen aber sehr wohl eine starke Rolle. Ja, wie gesagt, das kommt auf die wirtschaftliche Situation an. Wenn wir Vollbeschäftigung hätten, ja, dann hätten wir fast nur Preissteigerungen und keine Veränderung der Produktion. Nee, Also das ist das, dann was in den Sozialismus führt. Das ist auch das, was jeder sozialistische Staat höhere immer Renten führen gemacht doch nicht hat. in den Sozialismus. Nee, die führen zu einer Abhängigkeit der Leute von dem Staat. Und das ist, was Sozialismus bedeutet. Sozialismus bedeutet, dass der Staat die Wirtschaft lenkt. Ja. Aber Ja. das führt doch nicht Und in den das passiert Sozialismus. Also das haben durch wir doch geschichtlich nicht gesehen. Wir haben natürlich. doch, ey, das ist doch totaler Unsinn. Ja. Wir haben zwischen den 50er und den 70er Jahren so gut wie allen westeuropäischen Ländern starken Ausbau des Sozialstaats gesehen. Und leben wir mittlerweile im Sozialismus? Nein, danach kam Ja, der Neoliberalismus na und hat klar. diesen Sozialstaat wieder sukzessive abgebaut. Okay, bitte Also, definiere mir Neoliberalismus. das ist ja ein ganzes Spektrum liberaler Strömungen, die sich zuerst auf dem Kolloquium Walter Lippmann da getroffen haben und ein gemeinsames Programm ja vereinbart haben, um den Kommunismus, den Faschismus und die Sozialdemokratie zu bekämpfen, also um den Einfluss des Staates mehr oder weniger zurückzudrängen. Geht zumindest schon ein bisschen weiter in die Richtung von dem, was ich da, also kann ich zumindest einigermaßen zustimmen. Neoliberalismus ist aber nichtsdestotrotz im Gegensatz zu Manchester-Kapitalismus, dem klassischen Liberalismus oder naja, reinem Anarcho-Kapitalismus, wie ich ihn vertrete, geht so weit in die Richtung, dass sie dem Staat so viele Aufgaben zustimmen, was zum Beispiel im Manchester-Kapitalismus noch überhaupt nicht gegeben war. Also Neoliberalismus ist für mich schon fast Sozialismus. Aber
Sozialismus wurde in den 50er Jahren ja auch noch als ein stalinistisches Prinzip verstanden. Aber an dem Grundprinzip ändert sich nichts. Für mich ist Sozialismus ist der Staat macht. Und wenn der Staat sich raushält, dann sind wir im kapitalistischen System. Ja, warum läuft, also gut, da kann ich mal fragen, wieso läuft die Wirtschaft dann in, also nehmen wir mal dieses Verständnis von Sozialismus. Ich würde sagen, Sozialismus hat mehr mit den Eigentumsverhältnissen zu tun, also wem gehören die Produktionsmittel? Das heißt, wenn die Mehrheit der Produktionsmittel halt in privater Hand ist, dann hast du keinen Sozialismus. Aber nehmen wir jetzt mal deine Definition. Wieso läuft die Wirtschaft dann in Staat mit hohem Staatsanteil, also die deiner Meinung nach sozialistischer sind, wieso läuft da die Wirtschaft wesentlich besser als in Staaten mit geringem Staatsanteil, wie beispielsweise Somalia oder Venezuela? Das sind ja Staaten, die extrem geringe Staatsanteile haben. Wieso läuft da die Wirtschaft wesentlich schlechter? Ist nicht der Fall, dass die uns in, also zum Beispiel die Economic Freedom of the World Index zeigt genau das, dass das Unsinn. falsch ist. Das hatte ich vorhin erklärt. Der misst, wie gut staatliche Institutionen funktionieren. Wenn das der von der Heritage Foundation ist, mit dem ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt hatte. Wie gesagt, also Somalia als Failed State zu sagen, da ist die Staatsquote sehr gering, nein, da ist einfach Somalia ist einfach eine eigene Geschichte von verschiedenen Warlords, die sich untereinander bekriegt haben. Zu behaupten, wenn da jetzt staatliche Strukturen noch viel stärker sind, dann hast du nichts weiter als genau dieselben Warlords, die ihre Leute stärker ausbeuten. Das ist Ja, das die passiert, wenn der einen Staat sind schwach der ist. Staat und die anderen. Ne. Dann hast du solche Warlords, dann hast du andere Akteure, die das Gewaltmonopol ausüben. Sie haben wenig Erfahrung, sie gehen einfach hin und plündern halt Leute aus. Ich meine, das macht der Staat auch, aber sie machen das halt relativ unstrukturiert und nicht besonders erfolgreich, sondern sie machen das einfach nach willkürlichen Regeln und gehen hin und ja, plündern Leute aus. Und das würde in Somalia vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen besser werden, wenn sie konkretere staatliche Strukturen hätten, die anerkannt sind. Aber das ist eine Form der Durchsetzung von Eigentumsrechten, die könnte genauso gut auf andere Ebene passieren. Bezweifle ich bei dem Fall von Somalia jetzt, aber auf jeden Fall, wir sind eigentlich wieder an demselben Punkt zurückgekehrt, dass du einfach behauptest, ein starker Staat fördert eine starke Wirtschaft. Und das ist halt komplett verkehrt. Wenn du nur in die Sowjetunion gehst und dir ansiehst, dort hat der einfache Bürger nichts gehabt. Die hatten gar nichts. Die hatten kein Kaugummi, waren trotzdem die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, ne? Ja, also du hattest in der Sowjetunion tatsächlich bis in die 70er Jahre ein sehr hohes Wirtschaftswachstum. Aber solche Staaten haben wir ja heute nicht Gottes mehr, Willen. wo du hatten sie Nordkorea? tatsächlich. In Nordkorea nicht, da hattest du ab den 90er Jahren nach dem Zusammenbruch der Ja, Sowjetunion einen starken Einbruch der Wirtschaftsleistung. also Map. Lass mich mal kurz sagen, also solche wirklich Planwirtschaft, die hast du ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, können wir historisch drüber debattieren, müsste ich mir auch noch ein paar Daten raussuchen, weil das jetzt nicht das Thema ist, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Aber ja, Ja, ist ein aber anderes ich Thema. will nur, ich will nur direkt zu dem Thema sagen, also zu sagen, die Sowjetunion hatte bis in die 70er Jahre hinein ein starkes Wirtschaftswachstum. Das bedeutet nichts anderes als wortwörtlich zu sagen, wir haben Millionen Menschen verhungern lassen, in die Sklaverei geschickt, in Gulags geschickt, wir haben die in irgendwelchen Projekten zugeführt, die haben irgendwelche völlig kaputten Staudämme gebaut, die auch danach wieder eingerissen wurden. Sie haben komplett nutzloses Zeug getan, aber in unseren Statistiken sieht das sehr gut aus, denn wir haben die mit Geld beworfen, wir haben einfach nur gesagt, das und das muss gemacht werden, von Millionen Hände Sklavenarbeit und das schreiben wir in unsere Bücher und die weisen aus, dass wir damit hier ein starkes Produktivitätswachstum gehabt haben. Mit der Realität hat das nichts zu tun, der einfache Mensch hat davon nichts gehabt. Und Wie das ist auch gesagt, da das, müsste ich mir was du Statistiken permanent als anschauen. Beispiele Du, anführst. ja, du bist da anscheinend Aber das ist ideologisch sehr stark das ganze voreingenommen. Grund, Da brauchen wir uns, wie gesagt, das das ist eine ganze historische Grundprinzip Debatte. läuft aber auf dasselbe hinaus. Das ganze Grundprinzip läuft aber auf dasselbe hinaus, ne? Du gehst einfach hin und nimmst 1 Million Menschen und lässt die irgendwelche Sklavenarbeit verrichten und sagst, die sind produktiv. Und in dem Moment, wo die dann produktiv sind, haben wir ein starkes Bruttoinlandsprodukt. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Du nimmst einfach irgendwelche willkürlichen Zahlen, führst die an und sagst dann so, das ist gut. Aber der einfache Mensch hat davon nichts. Der einfache Mensch will tatsächlich einen Wert.
Und das ist etwas Dann. anderes. Und das schaffst du außer Kraft. Dass du gibst einfach dem Staat die Macht, Geld zu drucken, dadurch irgendeine künstliche Produktivität anzukurbeln. Und diese künstliche Produktivität schiebst du dann vor und sagst, und das hier ist unsere Statistik und die ist geil. Und der einfache Mensch, der will das nicht. In deinem System hat der einfache Mensch ja nichts. In deinem System gibt es eine Massenverarmung. Da ist vernünftiges Wirtschaften überhaupt nicht mehr möglich ohne staatliche Strukturen. Also wie soll's? Wie gesagt, das hatten wir alles Ja, ist eine vorhin. Ich, Behauptung, die auf nichts ja, gründet. was du da gerade hast, ist eine Behauptung. Ich habe doch alles gerade logisch dargelegt. Ich habe doch alles, ich habe sogar die Herleitung gemacht, woher es kommt. Naja, wie gesagt, Ich habe ich würde, ich hab das ja, doch ich komme gerade mal mit wieder den auf das Thema vom Projekten, die im Anfang. Sozialismus angeführt hat. Wie gesagt, es gibt gerade gar so gut wie keinen Sozialismus. Da hast du vielleicht noch Kuba und Nordkorea. Das ist eine historische Debatte, die können wir wann anders führen. Oder wäre wahrscheinlich besser, wenn du mit wem führst, der sich da mit den sozialistischen Staaten ein Ja, bisschen also. stärker beschäftigt hat. Also das ist jetzt nicht mein, ja, mein Hauptthema. Ja, ich würde sagen, haben jetzt schon 1,5 Stunden debattiert. Ich würde die Debatte jetzt schließen. Ciao. Oder möchtest du noch was sagen? Alles klar? Nö, von mir aus nicht. Dann. Aber ich danke dir trotzdem für die Einladung. Es war doch zumindest ein einigermaßen zivilisiertes Gespräch, auch wenn wir uns nicht einig werden, oder? Jo, jo. Alles klar.